Herzlich willkommen zur Veranstaltung der Berliner Linksfraktion. Kürzung bei der Bildung, was steckt drin im Haushalt der schwarz-roten Regierung? Ich darf euch herzlich begrüßen. Zu meiner Linken sitzt Franziska Brichzi, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Berliner Abgeordnetenhaus. Und Hendrike Klein, Sprecherin für Personal und Verwaltung. Ich muss bei dir mal nachgucken. Katrin Seidel, Sprecherin für den Jugendbereich, sollte eigentlich auch da sein, kann aber heute leider kurzfristig doch nicht da sein. Das heißt, den Jugendbereich wird Franziska dann mit übernehmen. Ich selbst bin Philipp Dehne, ich darf die Veranstaltung moderieren und freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht noch ein paar... Darf ich... Dankeschön. Genau. Ich weiß nicht, wie es da war, aber hier war es sehr, sehr grummelig laut. Noch ein paar wichtige praktische Hinweise. Dort vorne gibt es Getränke, Kaffee und andere Getränke. Bedient euch einfach und macht das auch gern während der Veranstaltung, sodass ihr euch wohlfühlt. Bevor wir gleich einsteigen, ich noch was zum Applaus wage, würde ich gerne nochmal den Anlass hinweisen. Der Haushaltsentwurf des schwarz-roten Senats ist vorgestellt worden. Schon vor der Sommerpause gab es einen Sturm der Entrüstung. Unter anderem weise ich auf diese Neuköllner Pressemitteilung hin, wo es eine Kürzungsliste gab, die relativ viel durch die Medien gegangen ist. Aber auch in den letzten Wochen gab es einen massiven Aufschrei zu den Kürzungen, die dort vorgesehen sind, gerade auch im Bereich der Bildung. Also Bildung heißt auch außerschulische Bildung und der Jugendbereich ist natürlich auch hier mitgedacht. Und viele Projekte sind bedroht. Dazu werden wir auch noch nachher ganz konkrete Beispiele hören. Und in den letzten Wochen, will ich darauf hinweisen, gab es auch mehrere Protestaktionen dazu. Wir hatten Protestaktionen in Lichtenberg, wir hatten Protestaktionen in Neukölln, wir hatten was in Kreuzberg und es wird auch morgen und in der nächsten Woche noch Protestaktionen geben. Dazu sagen wir am Ende was. Das heißt aber, dass es wirklich ein Thema ist, das viele Leute beschäftigt, weil einfach die Arbeitsgrundlagen und auch die Angebote bedroht sind. Und heute bei der Veranstaltung wollen wir uns eigentlich so mit drei zentralen Fragen beschäftigen. Wie sieht es eigentlich genau aus, diese ganzen Haushaltsverhandlungen und an welcher Stelle stehen wir? Dazu wird vor allem Hendrike Klein gleich noch was sagen. Was heißt denn das für die aktuellen oder für die betroffenen Projekte? Dazu werden wir was hören, sowohl von Kerstin Wier, aber auch von Franziska. Und dann natürlich mit euch gemeinsam ins Gespräch kommen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, jetzt noch aktiv zu werden, jetzt zu handeln. Das ist so der Rahmen. Wichtig noch, ich wollte sagen, hier vorne, das wird aufgenommen. Das heißt, nur die Leute, die hier vorne sitzen, sind im Bild. Ihr könnt ganz normal Fragen stellen. Wie wir das technisch machen, kommen wir gleich noch dazu. Zum Ablauf. Es wird gleich so sein, dass Hendrike Klein nochmal einen Input geben wird, wie funktioniert dieser Haushalt überhaupt? Denn einerseits ist das ja ein wichtiges Thema, das viele Leute beschäftigt, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand es ziemlich komplex und teilweise auch verwirrend, wie das Ganze funktioniert. Dazu wird Hendrike einen Input geben und auch, wo wir aktuell stehen. Danach gibt es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, einfach Verständnisfragen. Danach werden wir ein paar Schlaglichter haben, eigentlich waren zwei Schlaglichter verabredet von betroffenen Projekten, die heute da sind und erzählen genau, was heißt denn das eigentlich, diese Kürzung konkret für Sie. Und danach wird Franziska Brichzi einen Überblick geben über die zentralen Kürzungen auf Landesebene im Bereich Bildung und eben auch Jugend, weil Katrin Seidel nicht da ist. Und danach freuen wir uns, mit euch in die gemeinsame Diskussion zu gehen. Soweit von mir und dann würde ich jetzt sagen, ich freue mich auf den Input von Hendrike. Und ich weiß nicht, wenn ihr sehen könnt, bleiben wir sitzen oder wir gehen an die Seite, ne? Ja. Ja, hallo auch von mir. Es brummt. Jetzt geht's. Ja, der liebe Haushalt. Ich habe 99 angefangen, Verwaltungswissenschaften zu studieren und mache seitdem Haushaltspolitik und stecke so tief drin und versuche euch jetzt ein bisschen das Thema nahezubringen. Es ist wirklich teilweise sehr kompliziert, teilweise auch gar nicht und ich mache das kurz und knapp, 10 Minuten habe ich bekommen. Das ist auch sehr sportlich, aber wir kriegen das hin. Ich hole euch jetzt ab in die verrückte Welt der Haushaltsberatung in Berlin. So, wir starten einfach mal klassisch mit dem Zeitablauf. Der 11. Juli ist schon vorbei und da hat der Senat den Haushaltsentwurf beschlossen. Das passiert alle 2 Jahre in der Regel. Es sei denn, es sind Wahlen oder wir haben extra Haushalt oder was auch immer, aber das Verfahren läuft immer regelhaft alle 2 Jahre. Und wenn der Senat beschlossen hat, dann haben wir Sommerpause
Und nach der Sommerpause kriegen wir die ganzen Pläne. Ich habe mal einen mitgebracht. So sieht der Einzelplan 10 aus mit Bildung, Jugend und Familie. Und das ist halt nur einer von mehreren Haushaltsplänen. Einzelplänen heißt das mit dem Fachbegriff. So, und dann stürzen wir uns alle auf die Pläne und gucken die durch und haben ganz viele Fragezeichen im Kopf und versuchen, die Fragen aufzulösen. Und dazu gibt es sozusagen auch die Fachausschüsse und den Hauptausschuss, um da auch ein paar Fragen zu klären. In den Fachausschüssen läuft es so ab, dass es eine erste und zweite Lesung gibt für den Einzelplan 10, der ja uns heute hier betrifft, beginnt morgen die erste Lesung und dann wird es auch nach ein paar Wochen noch die zweite Lesung geben und so gibt es dort die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu bespielen. Die Berichtsaufträge sind teilweise sehr umfangreich. Im Schnitt reicht jede Fraktion pro Fachausschuss 100 Fragen ein, so Pi mal Daumen, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist unglaublich viel Arbeit für die Verwaltung, aber es ist auch unglaublich viel Arbeit, dann die Antworten zu lesen. Ne? Im Hauptausschuss, da bin ich Mitglied, wir machen das Gleiche nochmal, auch mit allen Einzelplänen und haben dort auch eine erste und eine zweite Lesung. Unsere erste Lesung zu diesem Einzelplan 10 ist der 29. September. Zu den Bezirkshaushalten, die werden ja mal extra gemacht und da beschließen die BVV den Haushalt. Viele wissen das und die müssen bis zum 29. September fertig sein und dort werden die Haushaltspläne beschlossen und dann eingebunden in unser parlamentarisches Verfahren. Und dann nochmal was Spezielles, es gibt ja sogenannte Stellenpläne, da steht drin, welches Haus wie viele Stellen haben darf, also sprich wie viele Mitarbeiter, einmal Beamtinnen und Beamte oder Angestellte. Und die werden speziell in einem Unterausschuss vom Hauptausschuss beraten. Ja, meine Sprecherfunktion sagt, ich bin in diesem Unterausschuss, genau das mache ich dort auch. Und dann beschließen wir am 14. Dezember, wenn es denn soweit ist, in der letzten Lesung im Parlament dann den Haushalt. Das ist ausgerechnet auch noch mein Geburtstag, kriege ich also 40 Milliarden geschenkt, sage ich immer. Das sage ich immer, vielen Dank. Dann, Katja? Ja. Wie kann denn der Haushalt noch verändert werden? Also der Senat hat den Entwurf vorgelegt und das Ganze ist ein Gesetz. Es klingt ja erstmal so, als wäre es irgendwie nur eine Unterlage, aber es hat Gesetzeskraft und wird somit vom Parlament beschlossen. Also ein Senatsbeschluss reicht nicht aus. Und nun können in den Fachausschüssen Änderungsanträge gestellt werden. In der ersten Lesung schickt man Fragen, lautet, das sind die Berichtsaufträge, warum wurde in dem Titel so gekürzt, warum ist da zu viel, fehlt das, was kann ich denn unter dem Titel überhaupt verstehen, was wird daraus überhaupt finanziert, welche Träger werden finanziert, mit was, welche Projekte, die ganzen Fragen kann man stellen. Dann kriegt man zur zweiten Lesung die ganzen Antworten und darf dann zur zweiten Lesung Änderungsanträge zum Haushalt stellen. Also wo packt man was rauf, wo nimmt man was weg? Und in den Fachausschüssen muss es immer so sein, dass man eben genau sagt, wo was hin muss und gleichzeitig, wo es dann innerhalb des Einzelplans wieder weg muss. Das ist dann immer das Schmerzhafte. Im Hauptausschuss können wir genauso Änderungsanträge stellen und dort können wir, das nennt sich dann einzelplanübergreifend, Anträge stellen. Also wir können sagen, wir nehmen bei Bildung was weg und packen es bei Wirtschaft rein. Ich höre gar keine Buhrufe. oder eben auch genau andersrum. Und kurz vor Ende des Beschlusses ist es so, dass die Regierungsfraktionen immer noch, man kann es Spielgeld nennen, bekommen, dass sie dann ihre Lieblingsprojekte oder auch, was sie im Laufe der Haushaltsberatung so mitbekommen haben und was ihnen dann doch noch wichtig ist, finanzieren können. Und es gibt wahrscheinlich 400 Millionen Euro pro Jahr für die Regierungsfraktionen, die sie am Ende nochmal verteilen können. Die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Früher haben wir das aus der November-Steuerschätzung genommen, die sind nicht mehr so rosig, dass man da Geld rausnehmen kann. Also wird das erzähle ich gleich noch, woher die kommen, auch noch schmerzhaft sein. Also es sind 200 Millionen pro Fraktion pro Jahr, was sie nochmal verteilen können. So. Kurz, was macht ein Bezirkshaushalt? Kosten- und Leistungsrechnung, wer hat das schon mal gehört? Arm hoch. Eieiei. Und wer hat es verstanden? Ja, also ne,
Berlin war arm und sexy und hat die Kosten-Leistungs-Rechnung für die Bezirke eingeführt, ein Controlling-Instrument, um zu gucken, wo es zu teuer ist. An sich erstmal nicht das Schlechteste. Das Blöde ist, dass in Berlin eben genau auf das, was da gesagt wird und ausgerechnet wird, eben auch budgetiert wird. Das ist die Budgetierung. Also die Bezirke bekommen dann eine Summe X, das ist die Globalsumme, dann zum Ausgeben, was eben auch zum großen Teil aus der Kosten-Leistungs-Rechnung berechnet ist. Also wenn man bei irgendeinem Produkt, so nennt sich das, also wenn man zu teuer ist, weil im Bezirksamt, im Bürgeramt, bei den Personalausweisen, wenn man da zu teuer ist, kriegt man halt nur den Median, den erkläre ich jetzt nicht, einen Durchschnittspreis vom Bezirk zugewiesen und muss gucken, wo das restliche Geld herkommt, um das Bürgeramt noch am Laufen zu halten. Und so wird das alles schön berechnet. Das ist unglaublich kompliziert, wurde über die Jahre auch immer komplizierter. Aber so ist es eben. Und wie schon gesagt, bis 29. September werden die beschlossen von den BVV und ein Großteil des Geldes ist gebunden, weil da drin sind zum Beispiel eben auch Wohngeld, Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Pflege und auch die Personalmittel. Das brauche ich euch nicht erklären, was das ist. Und ein kleiner Teil ist auch wieder so ein Fachbegriff, da reden wir immer von sogenannten steuerbaren Aufgaben, wie Jugendfreizeiteinrichtungen, Freiwilligenagentur, Grünflächenpflege, Schulreinigung, die Liste ist noch unglaublich lang und das ist der Teil, wenn man sparen muss, muss dort reingegangen werden. Man kann eben nicht das Wohngeld kürzen, ne? Das ist ja gesetzlicher Anspruch. Und deshalb macht es den Bezirken, ist das nicht so leicht bei den Bezirken da irgendwie zu sagen, ja lassen wir das mal weg, weil dann tatsächlich richtig Infrastruktur, Daseinsvorsorge gestrichen werden muss. Am Ende guckt sich das die Senatsverwaltung für Finanzen auch nochmal an, das ist die sogenannte Nachschau, aber die gucken das sich nur technisch an, dass man alle Vorgaben als Bezirk auch eingehalten hat. Jo, kommen wir schon zur letzten Seite. Zu den Problemen. Die Probleme sind dann natürlich noch viel differenzierter. Was haben wir aktuell für Probleme? Also, dass wir einen Rekord mit 40 Milliarden in Berlin pro Jahr haben, das ist erstmal vielleicht nicht so ein großes Problem. Aber es macht es natürlich trotzdem insgesamt schwierig. Also, wir haben jetzt 40 Milliarden pro Jahr für Gesamt-Berlin inklusive Bezirke, was in dem Haushalt, in dem gesamten Haushalt steht. Das ist eine wahnsinnig große Summe, 40 Milliarden, die ausgegeben werden und auch irgendwie eingenommen werden. Teil des Paketes sind die sogenannten pauschalen Minderausgaben. Wer hat das schon mal gehört? Profis hier. Katja hat sich schon gefreut, wie ich das erkläre. Das ist im Grunde eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man einen Plan hat, nächstes Jahr verschiedenste Dinge auszugeben für Personal, für Jugendfreizeiteinrichtungen, für Dienstleistungen, für die Tagesreinigung an Schulen, ne? Man hat ja eine Idee, wie viel man ausgibt, hat man gleichzeitig auch die Idee, naja, ob wir es schaffen, alles auszugeben und ob da noch ein effizienter Puffer drin ist. Und man könnte ja vielleicht gucken, dass man da noch was darüber einspart. Das ist erstmal kein schlechtes Instrument. Da stellt man dann, hat man dann auch so einen schönen Titel, der hat so 5 Zahlen, da steht dann PMA, pauschale Minderausgabe, und dann steht da eine Summe drin. Und das bedeutet, dass man über dieses Jahr diese Summe aus dem Einzelplan einsparen muss. Die Höhe ist entscheidend, was es schwierig bzw. Nicht so schwierig macht. Wenn die Summe relativ gering ist, ist das in der Regel auch kein Problem. Und in den letzten Jahren blieb auch am Ende des Jahres immer mal auch Geld übrig bzw. wurde auch mehr eingenommen, als man dachte. Das ist aber heutzutage nicht mehr der Fall. Und die Regierungskoalition oder der Senat jetzt hat unglaublich tief in die Tasche der pauschalen Minderausgaben gegriffen. Sowas gab es in Berlin noch nie. Wir hatten immer so zwischen 1 und 2% des Gesamthaushalts. Jetzt sind wir bei 5%, also bei roundabout 2 Milliarden. Da geistern noch andere Zahlen, noch höhere Zahlen rum. Aber 2 Milliarden, die pro Jahr eingespart werden, weil im Haushalt drin steht, die müssen eingespart werden. Also die dürfen nicht ausgegeben werden. Und das bedeutet, dass man innerhalb des Jahres guckt dann die Senatsverwaltung oder der Bezirk, wo können wir denn noch Geld einsparen? Und das Problem ist, dass dann das Parlament da nicht mehr mitreden kann. Ne? Also wenn man jetzt noch glaubt, man hat relativ viel Geld in einem Titel, um meinetwegen die Schulreinigung noch zu finanzieren und aber gleichzeitig Geld sparen muss, innerhalb des Jahres ist klar, dass man dann irgendwo rangehen muss, aber wir als Parlamentarier dürfen
da nicht mehr mitreden. Und das ärgert uns und das ist auch der Punkt, warum hier steht, dass es verfassungsrechtlich zu prüfen ist, ob das alles wirklich so passt. Und an dem Haushalt fehlen noch größtenteils der Energie- und Inflationsausgleich. Wir alle wissen, es wird alles teurer und das brauche ich Ihnen auch nicht zu erzählen. Und wir haben in den letzten Jahren wohl wissend, dass die Haushaltslage schwieriger wird, Rücklagen in sehr großer Höhe angehäuft, damit wir die nächsten Jahre überstehen. Und die Regierungskoalition, jetzt der Senat, hat alle Rücklagen auf einmal genommen und in die 2 Jahre gepackt und ausgegeben. Einfach verfrühstückt. Und das ärgert uns sehr, weil uns das wirklich ordentlich Mühe gemacht hat, die letzten Jahre als Haushälter da einen Puffer uns zu schaffen. Und jetzt werden die einfach zack, bumm, ausgegeben, ohne Sinn und Verstand, kann man meinen, für eine andere Prioritätensetzung, so nennen sie es dann. Und das sind das so die Dinge, womit wir uns als Haushälter rumschlagen müssen. Und das wird natürlich, dazu kommen wir jetzt, dann ziemlich irdisch, wenn es darum geht, was kann noch finanziert werden und was kann nicht finanziert werden. Und dann kommt man dann ins Klein-Klein. So, das war's. Fühlt ihr euch abgeholt? Seid ihr im Bilde? Danke, Hendrikje. Wir setzen uns auch wieder hin, glaube ich. Genau, warte. Nee. Ja, doch, das können wir auch machen, wenn wir da sitzen, oder? Genau. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich sehr viele Fragezeichen noch in meinem Kopf. Das heißt, jetzt haben wir wirklich noch eine Verständnisfragenrunde eingeplant. Das heißt, es gibt Sachen, wo ihr sagt, ey, das habe ich nicht verstanden oder will ich einfach nochmal nachhaken. Das ist noch nicht die Diskussion, wo kann man reingehen. Aber genau, nehmt euch gerne den Raum und stellt wirklich nochmal Verständnisfragen. Uns war es wichtig in der Vorbereitung zu sagen, wenn wir über den Haushalt reden, dann macht es auch Sinn, dass Ihnen klar ist, wie funktioniert das Ding und wo kann man reingehen. Das heißt, gerne, machen wir das mit den Mikros. Als Dennis. Danke, Dennis. Hat das die jetzige Regierung ausgegeben oder hat das vorher schon die Rot-Rot-Grüne ausgegeben? Ja, genau. Ist an? Ja. Nee, die jetzige. Also wir haben es aufgebaut, nur die jetzige, nur der Plan für 24 und 25 werden die kompletten Rücklagen, die wir in den letzten Jahren zusammengesammelt haben und nicht ausgegeben haben als rot-grün-rote Regierung, verfrühstückten sie jetzt in den 2 Jahren. Und wir sind ziemlich sauer darüber, kann man so sagen. Genau, von da hinten. Kerstin, magst du nach vorne kommen? Ich habe eine Sache noch gesagt. Wenn ihr durchs Mikrofon sprecht, dann wird euer Ton auch aufgenommen. Es gibt ja einen Videomitschnitt nachher. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Ton auf einer Aufzeichnung erscheint, eure Frage, dann sagt das bitte, dann wird es auf jeden Fall rausgestrichen. Für mich ist die spannende Frage, habt ihr identifiziert, was sozusagen die neue Prioritätensetzung ist, also wo die Mittel hinfließen, oder ist das jetzt für den Teil schon eine verfrühte Frage? Wenn du es kurz machen kannst, ich glaube eher eine Diskussionsfrage, aber ganz kurz Antwort. Ja, kommen wir vielleicht nochmal beim Einzelplan 10, wirst du vielleicht noch was sagen. Es gibt so ein Beispiel, die Olympia-Bewerbung. Ja, da ist ziemlich viel Geld drin und das ist nur die Bewerbung und eigentlich muss man ja noch einen schwarzen Koffer mitbringen, damit man es dann wirklich kriegt. Wir selber sagen, das ist jetzt nicht der Punkt, dass wir jetzt uns für Olympia bewerben sollen, aber da steckt zum Beispiel viel Geld drin. Und da gibt es schon doch ja andere Beispiele auch noch. Aber wir sind auch noch dabei, sie alle aufzudecken. Gibt es noch weitere Nachfragen, Verständnisfragen? Dann ist es so, dann werden wir konkret. Ich freue mich, dass Kerstin Wier von der Initiative für kulturelle Bildung stärken da ist. Kerstin, komm gerne nach vorne, wir holen dir noch einen Stuhl. Und Kerstin, du stellst dich gleich am besten selbst vor, ich gebe dir gleich das Mikro. Und du bist von einem Projekt, das von den geplanten Kürzungen betroffen ist und du berichtest uns jetzt, was das eigentlich für euch heißt, ganz konkret. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir nennen das Programm, weil es alles Dinge sind, die es schon sehr lange gibt. Ich selber komme von einem Programm, das heißt Querklang.
wir machen experimentelle Kompositionen in der Schule, und zwar mit ganzen Schulklassen, also das heißt nicht Kinder, wo die Eltern sozusagen daran interessiert sind, dass die Kinder eine musikalische Bildung vorrangig kriegen, sondern eben alle, die da sind, also mit der ganzen bunten Mischung in Berlin, und das tun wir eben auch in allen Berliner Bezirken und allen Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 13. Das nur sozusagen, woher ich komme. Und die Initiative Kulturelle Bildung stärken hat sich vor 2,5 Jahren gegründet. Es gibt sehr viele dieser Programme im Bereich Theater, Literatur, Tanz und so weiter und so weiter. Und wir haben gesagt, wir müssen uns eigentlich verbinden, weil wir oftmals Einzelträgerinnen sind. Also das heißt, wir haben eben keine große Lobby, und das macht sich natürlich dann in solchen, in der Situation, wo neue Prioritäten gesetzt werden, besonders bitter bemerkbar. Also mein Programm gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und wir haben jetzt das zweite Mal sozusagen, sind wir in dem Haushalt mit einer Null gelandet. Das sind unsere einzigen Mittel. Das heißt, es ist eben klar, wenn wir es nicht schaffen, Geld in den Haushalt zu bekommen, ist dieses Programm sozusagen nicht mehr existent nach 20 Jahren. Ein weiteres Beispiel, der Kinderkulturmonat ist ein Programm, was sozusagen stadtweit stattfindet. Das ist außerschulisch und aber eben sozusagen auch über das über Bildung finanziert und bietet den ganzen Oktober über Hunderte von Veranstaltungen für Kinder, auch aller Altersstufen, an unterschiedliche Erfahrungen sozusagen mit kultureller Bildung zu machen. Das sind jetzt wirklich nur zwei Beispiele. Wir haben als Initiative sehr, sehr viele Einsparpotenziale im Haushalt identifiziert. Deshalb gibt es morgen auch zur ersten Lesung des Einzelplan 10 eine Veranstaltung vom Abgeordnetenhaus. Du kündigst das ja nachher nochmal richtig an. Ich wollte nur sagen, dass wir uns natürlich auch mit größeren Trägern zusammengeschlossen haben, die eben auch über sehr, sehr große Summen verfügen. Nur mal als ein Beispiel, Querklang steht im Haushalt mit 50.000 Euro. Das ist wirklich eine kleine Summe. Die reicht uns gerade mal so, um Arbeit zu machen, obwohl das natürlich über Inflationsausgleich, also die Honorare, die wir da anbieten können, sind wirklich eigentlich sehr arm. Und eigentlich schämt man sich auch, die anbieten zu müssen für Künstlerinnen, die Schülerinnen begleiten, genau. Aber was uns natürlich wichtig ist, ist, dass es eben nicht untergeht, sondern dass wir gehört werden und dass es eben genau diese kleine Arbeit ist, die sozusagen auch unseren Kindern andere Perspektiven innerschulisch vermitteln können. Und wir sind, also es gibt ja in Berlin den Rahmenplan Kulturelle Bildung, der eben eigentlich zwei Ressorts vereint, nämlich das Ressort Kultur und das Ressort Bildung. Trotzdem sind fast alle dieser Programme über Bildung finanziert, was uns eben auch immer wieder in diese Situation bringt, dass wir von Jahr zu Jahr sozusagen um diese Finanzen zittern müssen. Es gibt keine Kontinuität, es gibt keine Institutionalisierung, und genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr mühseliges Geschäft. Und genau, wir hoffen natürlich darauf, auch, also wir haben ja im letzten Haushaltsverhandlungen schon sehr gut zusammengearbeitet, dass wir natürlich auch mit den Regierungsparteien jetzt irgendwie einen Austausch kriegen, aber freuen uns natürlich auch, dass die Oppositionsparteien uns da sehr gut zur Seite stehen. Und ich finde es eigentlich auch toll, dass es jetzt diese ganzen Infoveranstaltungen gibt, weil das ist ja nochmal wichtig, so funktioniert Demokratie, dass alle irgendwie mitreden können und verstehen, worum es geht. Und das ist vielleicht noch mein letzter Satz dazu. Genau das versuchen wir natürlich mit den Kindern und Jugendlichen auch zu tun, eben ein Verständnis zu generieren über kreative Prozesse, was eigentlich Demokratie bedeutet und wo sie sich auch selber einsetzen können und einbringen können. Und genau, ich denke, das ist der schlechteste Moment, um eigentlich zu sparen. Genau, Kerstin hat gerade gefragt, ob sie bleiben soll. Eigentlich haben wir noch einen anderen Gast, aber Kerstin ist nachher noch da. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, ganz konkret an sie zu den Kürzungssachen, macht das gerne. Da vorne ist auch ein Tisch mit Infomaterial, natürlich von der Linken, aber eben auch, es gibt einen Brief, den ihr verfasst habt. Das heißt, schaut da gerne drauf, da sage ich nachher noch was zu. Jetzt aber nochmal die Frage, wir haben eigentlich noch jemanden von der Berliner Elshilfe hat sich angekündigt. Ist die Person mittlerweile, ach wunderbar, sehr schön. Dann komm gerne nach vorne, du musst dich selber vorstellen, weil ich deinen Namen jetzt nicht kenne. Aber auch da geht es um Kürzungen, und schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor und dann berichte auch, was heißt denn so die angekündigten Kürzungen für eure Arbeit. Hallo, es war mir nicht bewusst, dass ich auf die Bühne treten müsste. Das ist mir etwas... das ist jetzt sehr spannend, aber ich freue mich sehr, die Berliner Elshilfe repräsentieren zu können und hier zu sein und
die Infos und den Einblick von euch zu bekommen. Aber ja, ich arbeite für die Berliner Aidshilfe im Team Youth Work. Wir bieten sexuelle Aufklärung für alle Berliner Jugendliche. Und zum Beispiel heute Morgen war ich bei einem Schnitzeljagd, kann man das so beschreiben? Ich arbeite zusammen mit Manometer und anderen queer Bildungsträgern in Berlin. Und wir hatten, also ich hatte zum Beispiel 25 Minuten mit 4 verschiedenen Klassen HIV-AIDS zu erklären und etwas Aufklärung anzubieten. Und ich habe gefragt, die waren in der 9. Klasse, ich habe gefragt, hat ihr schon mal sexuelle Aufklärung in der Schule? Und die meinen alle, nein, noch nie. Die waren 14 Jahre alt, ich habe gesagt, kennst du das Wort, kennst du den Begriff Geschlechtskrankheit? Nee. Es macht mich so traurig, also das ist meine Leidenschaft jetzt, dass ich dann sexuelle Bildung unterrichten kann. Das macht mir viel Spaß. Trotzdem ist es jetzt so schade zu sehen, was der aktuelle Stand ist von sexueller Bildung in Berlin und dass unsere Finanzen jetzt auf null reduziert wurden, ist einfach, es macht mich echt wütend. Und es wird uns gesagt, ja, aber es gibt die Berliner Aidshilfe seit den 80ern, also ihr wird nicht einfach komplett von der Stadt gestrichen, aber von woher bekommen wir jetzt unsere Finanzierung? Das steht alles in Frage und das macht unsere Arbeit viel komplizierter und es lenkt uns ab von dem, was wir wirklich machen müssen, nämlich die Jugendlichen in Berlin aufzuklären. Und ja, also das ist meine kurze Zusammenfassung. Ja, vielen Dank, dass du auch auf die Bühne gekommen bist. Genau, vielen Dank für den Input. Und auch da, genau, auch euer Projekt ist komplett auf Null gesetzt worden, ne? Das heißt, auch ganz gestrichen. Okay, Dankeschön. Auch da gehe ich davon aus, wenn es da Nachfragen gibt zu dem Projekt, zur Arbeit oder was das heißt, gibt es sicherlich noch die Möglichkeit im Anschluss, sich auszutauschen. Schön, auch ein herzliches Willkommen an die Leute, die gerade reingekommen sind. Wir hatten gerade schon Input zu, wie funktioniert eigentlich diese ganze Haushaltssystematik, gerade Beispiele von 2 Projekten, die berichtet haben, was die geplanten Kürzungen für sie heißen. Komplette Streichung. Und ich freue mich, dass Franziska Brichzi jetzt noch sagen wird, welche Schweinereien oder welche Streichungen sind denn eigentlich vorgesehen, vor allem im Bereich Bildung, aber eben auch Jugend. Deswegen, Franziska, schön, dass du da bist und dass du uns davon berichtest. Vielleicht nimmst du das Mikro. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich euch und Ihnen kurz berichten kann, wie wir den Einzelplan 10 einschätzen. Also das ist der Teil, der im Ausschuss Bildung, Jugend, Familie verhandelt wird. Und diese 3 Bereiche würde ich Ihnen ganz gerne kurz vorstellen, damit Sie wissen, was Schwarz-Rot hier für Streichungen vor allen Dingen vorgenommen hat und welche Schwerpunktsetzungen in diesem Einzelplan stecken. Philipp hat ja eben gerade schon berichtet, morgen wird die erste Lesung des Haushalts stattfinden im Bildungsausschuss. Da haben die Fraktionen die Möglichkeit, nachzufragen, Berichtsanträge zu formulieren, die Verwaltung dann auch beantworten muss. Das ist dann auch öffentlich. Dann werden Änderungsanträge formuliert und in der zweiten Lesung dann besteht die Möglichkeit, auch Änderungen zu beantragen. Genau, ich würde jetzt erstmal so ein bisschen durchgehen, um Ihnen und euch einen kurzen Überblick zu geben. Vielleicht ganz am Anfang, wenn man sich die Frage stellt, was ist gute Bildung und was ist Bildungsqualität? Da kommen wir natürlich als allererstes auf das Personal, was wir haben, was enorm unter Druck ist, egal welche Professionen an Schule oder Kita oder unseren Bildungseinrichtungen tätig sind. Das sind auch nicht nur die Lehrkräfte, unsere Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, alle, die projektfinanziert oder programmfinanziert, trägerfinanziert arbeiten. Und hier haben wir leider die Situation, dass eine Schwerpunktsetzung Richtung Lehrkräfte hin stattfindet. Also die Verbeamtung der Lehrkräfte ist etatisiert. Es gibt auch ein paar Stellen für
Schulsozialarbeit, die aufwachsen sollen, aber viele andere Professionen werden nicht weiterqualifiziert. Viele Träger bekommen entweder nur konstante Mittel ohne Aufwuchs, trotz Inflation, oder aber Projekte, die auf Null gesetzt werden. Und das werde ich gleich berichten. Und der andere große Punkt sind natürlich die Räumlichkeiten, die wir haben, also die Schulen, die Kitas, auch andere Räumlichkeiten, wo Bildungsträger tätig sind. Und auch hier im Bereich Schulbau gibt es große Haushaltsrisiken, wo noch nicht klar ist, was überhaupt umgesetzt werden kann. Bei der Kita-Sanierung wissen wir es auch noch nicht genau, was wirklich zur Verfügung stehen wird. Das heißt, auch im Bereich der Räumlichkeiten, was auch wichtig ist, wo Bildung auch stattfinden kann, müssen wir auf jeden Fall uns noch ein klares Bild verschaffen, und da komme ich auch noch zu. Was kann man sagen über die Schwerpunktsetzung der schwarz-roten neuen Koalition? Sie haben es vielleicht gelesen, dass das Wahlalter 16 gestern vom Senat eingebracht worden ist. Das war ja auch ein Kernprojekt, was wir gut fanden, dass jungen Menschen ermöglicht ist, teilzuhaben, dass auch die 16- und 17-Jährigen teilhaben können. Aber der Preis, den die CDU hier aufgerufen hat, ist ein hoher. Nämlich die politische Bildung. Eigentlich soll sie gestärkt werden, aber faktisch finden sich im Haushalt massive Kürzungen im Bereich der politischen Bildung. Ob das unsere Landeszentrale für politische Bildung ist, die von Kürzungen faktisch betroffen ist. Der Jugenddemokratiefonds, der komplett neu aufgesetzt werden soll, wo große Kürzungen drin sind. Die Jugendverbandsarbeit oder auch die Gedenkstättenfahrten, die auch wichtig sind. In allen diesen Bereichen gibt es massive Kürzungen. Die kulturelle Bildung, wo wir gerade die Vertreterin von Querklang hier hatten, ist ebenfalls von teilweise Streichungen und Kürzungen betroffen. Und das ist ganz interessant, weil auf der anderen Seite gibt es ganz viele Mittel, wirklich Millionenbeträge, für den sogenannten Jugendgewaltgipfel. Also das heißt, genau diese Debatte, die wir nach Silvester hatten, junge Menschen sozusagen, die hier Einsatzkräfte angreifen, und da gibt es Mittel, wo völlig undurchsichtig ist, wie diese verteilt werden sollen, ob die in den Bezirken auch ankommen, ob die für sinnvoll auch Projekte investiert werden sollen, die wirklich auch den Jugendlichen zugutekommen. Also großes Fragezeichen, und auf der anderen Seite diese Kürzungen bei der kulturellen Bildung und auch bei der queeren Bildung, also genau Youth Work, aber auch andere Projekte sind hier massiv betroffen. Und wir haben natürlich viele Jugendliche, die Vielfalt sozusagen der Lebensform, der geschlechtlichen Vielfalt, der sexuellen Vielfalt ist unter Druck, und diese Projekte wirklich auf Null zu setzen, das halten wir für den völlig falschen Weg. Genau, zu den Bezirken würde ich gleich auch noch mal was sagen, weil das ist so, dass auch die Bezirke extrem unter Druck sind. Dort findet auch Jugendarbeit statt. Dort ist auch kulturelle Bildung mit etatisiert, und dort sind auch hohe Haushaltsrisiken, wo die Bezirke gezwungen sind, teilweise Jugendsozialarbeit zu kürzen, die Tagesreinigung zu kürzen in den Schulen. Also das Umfeld zum Beispiel durch saubere Schulen unter Druck gerät, weil die Bezirke sich nicht anders zu helfen wissen und 80% der Bezirkshaushalte fix sind, sodass das Durchlaufposten sind. Das kann gar nicht verändert werden, und in diesen 20% Kultur, Jugend und so weiter finden die Kürzungen statt. So, und dann, was ich schon angesprochen hatte, also politische Bildung, kulturelle Bildung, wo der Kinderkulturmonat ein gutes Projekt auf Null gesetzt wurde. Auch die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, wo auch die Stellungnahme sozusagen ausliegt, wird auf Null gesetzt. Das heißt wirklich diese Frage, wie prekär finanziert ist die kulturelle Bildung? Ist das nur so ein Projekt, was dann irgendwie jedes Mal wieder nach Haushaltslage neu entschieden wird? Oder sagen wir, kulturelle Bildung ist ein Kern und auch das ist Bildung hin zu Demokratieförderung, auch das ist Sprachbildung. Das ist wichtig, dass Schule nicht nur im Deutsch- und Mathematikunterricht erlebt wird, sondern eben auch, indem man ins Theater geht, indem man musische Angebote hat. Und all das sozusagen ist von dieser Koalition zumindest so ein bisschen, ne, also teilweise von Streichungen und Kürzungen betroffen. Genau, dann ein wichtiges Thema, was uns wichtig ist, sind die Gemeinschaftsschulen, das längere gemeinsame Lernen. Das ist ein Schwerpunkt gewesen von Rot-Grün-Rot, auch wenn wir da nicht so schnell vorangekommen sind, wie wir wollten. Und auch hier ist es so, dass die Mittel für die wissenschaftliche Begleitung, für die Fusion von Schulen, die sich entscheiden, Gemeinschaftsschule zu werden, komplett gestrichen. Es gibt also einen Schwerpunkt auf den Gymnasien sozusagen. Das haben wir ja gerade erlebt, dass die MSA-Prüfung an Gymnasien, ausschließlich an Gymnasien,
quasi ausgesetzt ist oder gestrichen wird, während gleichzeitig in der Gemeinschaftsschule Streichungen stattfinden. Das heißt, und vielleicht beim Jugendbereich noch ganz kurz als Ergänzung, die Jugendfreiwilligendienste, da wird eine 500.000 gekürzt. Die Jugendfreiwilligenarbeit ist zentral, da haben wir uns immer eingesetzt für die jungen Menschen, die Jugendfreiwilligen sind. Und auch die Fachstelle Care Management, die erkrankte und lebensbedrohlich erkrankte Kinder in das Jugendhilfesystem vermittelt, ist komplett gekürzt. Also das heißt, auch in dem Jugendbereich sind Kürzungen etatisiert, wo wir überhaupt nicht nachvollziehen können, wie das dazu gekommen ist und wo wir natürlich im Bildungsausschuss dann auch nachfragen werden. Also wir haben sozusagen ein Bild, das an manchen Stellen mit dem Jugendgewaltgipfel unklar ist, wofür das eingestellt ist, aber an den zentralen Stellen, wo wir sagen, politische Bildung, kulturelle Bildung, queere Bildung, enorme Kürzungen vorhanden sind und gleichzeitig das, was Hendrike am Anfang sagte, hohe Risiken durch diese sogenannten pauschalen Minderausgaben, die im Haushalt eingestellt sind. Das heißt, irgendwo muss das eingespart werden. Niemand weiß im Moment wo, aber diese Risiken liegen sozusagen oben drüber und zwar im Land wie auch in den Bezirken. Danke. Okay, das war sogar besser als in der Zeit. Dankeschön, Franziska. Jetzt würden wir das Ganze öffnen und zwar für eure Rückfragen, aber auch für die Diskussionsfragen. Es gab hier schon die erste Frage, die man sicherlich noch ausführlicher beantworten kann. Ich wollte auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, auch für alle, die sagen, es gibt Getränke dort vorne, bedient euch, auch guckt, wie das mit dem Essen ist. Macht das einfach zwischendurch, macht das Ganze etwas gemütlicher. Das heißt, was interessiert euch? Seid ihr erstmal erschlagen von der Flut der Infos? Gerne. Am besten nach vorne kommen, dann verstehen es alle, wenn es geht. Nein, da, zu Dennis. Schönen guten Abend. Du hattest was gesagt, dass du 40 Milliarden zum Geburtstag kriegst. Ich hätte gerne Millionchen. Ich heiße jetzt Bezirk Mitte, Bezirkshaushalt, den wir ja noch aufstellen müssen, im Bereich Soziales, im Bereich Jugend. Allein das, was sozusagen, allein die Differenz zwischen den Anmeldungen von Trägern, Wohnungslosenhilfe, Seniorenfreizeiteinrichtungen, Schuldnerberatungen, Suchtberatungen, allein deren sozusagen angemeldete Bedarfe, die im Wesentlichen stabil sind, einfach nur ein Teuerungsausgleich, 20% drauf gegenüber den Ansätzen von 2021 ungefähr, haben die so kalkuliert. Das würde sich im Sozialbereich auf ungefähr 700.000, hat mir der Stadtrat von der CDU jetzt sozusagen durchgerechnet und das Amt auch, das stimmt auch, das passt mit meinen Rechnungen, im Jugendbereich brauchen wir 300.000, mindestens. Jetzt zusätzlich zu den Sachen, die ihr auf der Landesebene festgestellt habt. Jetzt hat ja das Land Berlin nach den Protesten der Bürgermeister, insbesondere den schönen Beispielen aus Neukölln, was alles dann zugemacht wird, ja ein bisschen draufgelegt. Frage, seht ihr irgendwelche Chancen, dass bei den Zuwendungen für die freien Träger solche Mittel nochmal für die Bezirke, das wären dann für alle 12 Bezirke, wären es 12 Millionen, dann hätten wir im Bereich Soziales, dann könnten wir sowas wie Schuldnerberatung fortführen, die Wohnungsloseneinrichtungen würden nicht verringert, Seniorenfreizeitstätten müssten nicht geschlossen werden und noch ein paar andere Kleinigkeiten, könnten wir dann alles laufen lassen. Seht ihr da irgendwelche Chancen oder ist das alles schon gelaufen? Wenn es weitere Fragen gibt, würden wir immer so drei Fragen sammeln. Katrin, ja, gerne. Ja, du hattest gesagt, veränderte Prioritätensetzung und die schwarz-rote Regierung hat sozusagen das Ersparte der letzten Jahre für 2 Jahre verfrühstückt und hast ein Beispiel genannt, die Olympia-Bewerbung, und sagst, ihr geht noch auf die Suche nach weiteren Projekten. Die erste Frage ist, was sind es für Projekte? Und das zweite ist es nicht transparent oder muss es nicht transparent gemacht werden, wenn jetzt sozusagen diese Reserven so aufgefressen werden, dass man sozusagen künftig ganz andere Dinge fördert, die vorher nicht prioritär waren. Danke, Katrin. Kerstin, wie noch? Und dann würden wir erstmal antworten und danach gerne weitere Fragen.
Ihr hattet das ja auch erwähnt, dass quasi sozusagen Tarifsteigerungen und Inflationsausgleich oftmals in den Budgets eben auch nicht mit abgebildet ist. Das haben wir im Bereich der kulturellen Bildung der Programme und Projekte auch festgestellt. Und es gibt ja noch diesen Einzelplan 29, wo es auf jeden Fall zumindest Mittel gibt, die sozusagen an Stellen eigentlich angekoppelt sind. Und meine Frage wäre, ob das noch was wäre, wo man sowas wie Honorarsteigerungen zum Beispiel auch mit reinnehmen könnte. Weil, genau, also zumindest haben wir im Moment noch keine andere Stelle identifiziert. Das war die einzige, wo sich das so anfühlte, dass man da vielleicht noch was rein mitnehmen könnte. Dankeschön. Wir würden jetzt erstmal zur Beantwortung kommen, zur Einleitung ganz kurz, weil es erwähnt war mit den Bezirken. Falls das nicht alle wissen, die Bezirke hatten gesagt, dass ihnen 250 Millionen Euro berlinweit fehlen insgesamt. Und nach dem Protest, der von Bezirken, aber auch stark von der Zivilgesellschaft getragen war, sind 100 Millionen Euro draufgelegt worden. Das heißt, es fehlen laut der Aussage der Bezirke ungefähr noch 150 Millionen, so viel zur Einordnung. Und dann, es gab drei Fragen. Ihr Mikro, ihr entscheidet selbst, wer welche Frage macht. Ja, Geld für die Bezirke. Wir sind ja jetzt am Anfang der Haushaltsberatungen und sie dauern ja noch eine Weile an. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, für die Bezirke noch was zu tun. Allerdings in einem Parallelverfahren sozusagen. Also die Bezirkshaushalte werden jetzt beschlossen und die werden dann auch nicht mehr geändert. Aber es gibt die Möglichkeit, dass das Parlament im Rahmen des Haushaltsbeschlusses nochmal 100 Millionen draufpackt. Das würde dann eben auch im Einzelplan 27 gehört das dann rein. Dort, wo auch nochmal die Bezirke abgebildet sind. Dann wird geguckt, wie man das noch verteilt. Also da kann man ganz wilde Sachen mitmachen, man ist da auch relativ frei. Also es ist möglich, man kann sozusagen die Regierungskoalition noch unter Druck setzen und dann können die noch was machen. Es sind die 400 Millionen jährlich, die die Regierungsfraktion noch mal verteilen können und dann kann man natürlich auch noch gucken, wo man was wegnimmt und dann den Bezirken gibt. Es ist möglich und es ist halbwegs die Regel, dass für die Bezirke noch mal was passiert. Also ich gehe davon aus, dass was passiert. Die Frage ist nur, was und wie viel? Sind es nur 5 Millionen? Ich glaube nicht. Oder ist es vielleicht auch 20 Millionen, aber nur für, jetzt fällt mir kein blödes Beispiel ein, weil was Bezirke finanzieren, ist ja doch größtenteils alles gut. Aber dass man so eingeengt wird, also dass man eben die defizitären Projekte, die man noch hat, eben gar nicht daraus nehmen kann, weil es eben sehr speziell irgendwo reinfließt. Vielleicht Personal, aber Personal wird es auch nicht sein. Ich habe jetzt gehört, wir laufen mit der neuen Regierung demnächst in einen tatsächlichen Personaleinstellungsstopp wieder rein. Die überlegen sowas. Das wird in einer Woche bekannt werden. Es ist aber noch nicht klar, wie das tatsächlich dann ausgeführt wird und wann das gelten wird. Aber es taucht wieder auf, dieses Wort, in der mittelfristigen Finanzplanung, die demnächst uns ereilen wird. Total schrecklich. Von daher, es ist möglich, kämpfen ist richtig und wichtig und ich glaube, es hat auch Erfolg. Die Frage ist dann, was genau, das werden wir dann sehen. Prioritäten der Regierung. Franziska hat ja eben zum Beispiel genannt mit dem Jugendgewaltgipfel. Da stecken jetzt wie viele Millionen drin? Weißt du das zufällig? Nee, insgesamt? Ja, mit 6-7 Millionen und so weiter. Ja, also und die haben sie dann quasi in anderen Titeln weggespart. Und dann ist dann die Frage, also die nennen das dann Prioritätensetzung und wir fragen uns, na, was wird denn daraus denn nun finanziert? Ich weiß, ich bin ja Lichtenbergerin, also als Politikerin da direkt gewählt. Ich weiß, in Hohenschönhausen zieht sich der Senat aus einer Finanzierung einer Jugendfreizeiteinrichtung in einem ganz schwierigen, ich will das jetzt hier nicht so abstempeln, das Gebiet, aber in Nordhohenschönhausen ist nicht alles so einfach. Und da ziehen die sich raus aus der Finanzierung und damit geht die Jugendfreizeiteinrichtung baden. Das ist aber doch genau das, was sie ja eigentlich nicht vorhatten, zumindest das, was sie so erzählt haben. Nun wissen wir aber nicht, was sie aus den Millionen für die Jugendgewaltprävention von dem Gipfel dann nun wirklich machen wollen. Und so gibt es lauter Blasen, wo wir nicht genau wissen, was passiert denn nun damit. Und das Blöde ist, wenn wir im Ausschuss nachfragen, kommt größtenteils auch keine Antwort.
Also das passiert uns schon seit Monaten, dass wir fragen, ja, was macht ihr nun, was habt ihr denn nun vor? Und es gibt in der Regel noch keine Antworten. Das macht uns ein bisschen wuschig oft. Also auch eher, also es grummelt dann richtig in einem. Und dann jetzt noch den schönen Einzelplan 29. Wo kam nochmal die Frage? Ja, genau, du meinst die 50 Millionen, ne? Die 50 Millionen, darüber bin ich sehr glücklich, darf ich jetzt auch mal was Positives sagen. Da sagen die Träger schon, es wird nicht reichen, aber das Geld ist dazu da. Da habe ich auch, als wir noch regiert haben, für gekämpft, für diesen Titel, dass da Geld drin ist, um den TVL für die Zuwendungsempfangenden zu erreichen. Da hat ja zum Glück Synergiva noch unter unserer Führung mit der Datenbank und so weiter jetzt viele Schritte begonnen und sie wollen dieses Projekt weitergehen und sie haben vor, da weiter das zu machen. Inwiefern die 50 Millionen dann ausgegeben werden, das ist wiederum überhaupt nicht klar. Aber das kann jetzt auch noch nicht klar sein. Also das ist schwierig. Ja, die Träger sagen, ne? Die Liga sagt, es reicht nicht. Nun bin ich auch Haushälterin und ich würde, also ich bin ja jetzt nicht so eine Fachpolitikerin, sondern ich bin Haushälterin und sage, naja, beweist mir doch erstmal, ne? Also so könnte ich ja auch sprechen. Aber es ist natürlich, es ist eine ganze Menge Geld und es muss erst auch erstmal unter die Leute und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, für einen Träger TVL zu bezahlen. Also selbst wenn im Haushalt Geld ist, weil man unsicher ist, weil man einen eigenen Haustarif hat, es ist unglaublich komplex, die ganze Geschichte und man kann nicht mal eben so einen Schnipp machen, hier habt da 50 Millionen und ihr schafft das schon und 3 Monate später kriegen alle mehr Geld. Es kommt, es ist sehr schwierig, dass es am Ende auch bei den Mitarbeitenden ankommt. Das ist nun mal so. Aber die 50 Millionen sind da, die sind für die Zuwendungsempfangenden auch gekoppelt dann ans Personal und Honorare, würde ich vorsichtig sagen, eher nicht. Muss man versuchen zu erkämpfen. Ja, ja. Da kann ich wunderbar anknüpfen, weil wir haben entdeckt, dass es Titel gibt für Zuwendungsempfangende bzw. Projekte, insbesondere wo ein Aufwuchs einberechnet ist, wo ein kleiner Aufwuchs, das sind nicht 10% manchmal, aber 5%, also das gibt es. Manchmal sind die Summen konstant geblieben und manchmal gibt es auch Streichungen. Und sozusagen alles ist vorhanden und wir werden da explizit nachfragen, wie gute Arbeit davon finanziert werden können und wie ein Inflationsausgleich finanziert werden kann, weil völlig klar ist, dass ansonsten bei den Angeboten eingespart werden muss und dass dann nicht mehr ausreichend oder nicht mehr genug Kinder und Jugendliche erreicht werden können, weil man einfach sparen muss, weil man sagen muss, diese Schule oder die Kita oder die Runde sozusagen kann ich nicht mehr mit ausgleichen. Genau, und wir werden uns dafür einsetzen, dass es ein einheitliches System gibt, weil es ist ja nicht einzusehen, warum manche Programme einen Aufwuchs bekommen und andere eben nicht, sondern es braucht dann hier schon gleiche Standards für alle, Inflationsausgleich für alle, weil gute Arbeit sollte ja auch ein Leitprinzip sein und zumindest unter Rot-Grün-Rot war das der Fall. Dann wollte ich beantworten, wo kann man denn vielleicht sparen? Also was hat Schwarz-Rot eingestellt, wo wir sagen würden, das bräuchte es nicht unbedingt. Ja? Also zum Beispiel bei der Begabungsförderung. Ja? Also einseitige Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Hochbegabung. Da, wo wir ja sagen, wir haben ja einen Ansatz, das längere gemeinsame Lernen, braucht es diese Investitionen. Das ist ein Aufwuchs von 500.000 zum Beispiel. Dann diagnostische Instrumente in Anführungsstrichen, das heißt Vergleichsarbeiten. Es sollen mehr Vergleichsarbeiten eingeführt werden. Wir haben ja Vera 3 und Vera 8 bereits und dann sollen weitere Messinstrumente, um festzustellen, welche Qualitätsstandards Kinder und Jugendliche erfüllen, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass man mehr Aufmerksamkeit für die Kinder und Jugendlichen hat, damit sie die Qualitätsstandards auch besser erfüllen können. Und bei der Verbeamtung gibt es natürlich jetzt für die Umsetzung mit den ärztlichen Untersuchungen ein Schwerpunkt. Klar, wenn man dieses Projekt machen will, braucht man die auch, also die kann man nicht wegkürzen. Aber was unsere Kritik ist, ist, dass gleichzeitig erstens die Kolleginnen, die angestellten Kolleginnen, die eine Kompensation erhalten sollen, diese immer noch nicht erhalten haben und da so eine Zweiklassengesellschaft aufgemacht wird zwischen denjenigen, die nicht verbeamtet werden können und denjenigen, die nicht verbeamtet werden wollen. Wir sind dafür, dass alle die Kompensation rückwirkend erreichen oder erhalten können. Und es ist
es so, dass in der Qualifizierung der pädagogischen Unterrichtshilfen oder auch der Lehrkräfte für Fachpraxis und der sogenannten LUKA, also Lehrkräfte unterer Klassen, die nach DDR-Recht noch ausgebildet wurden, sind, hier hatten wir vereinbart, Weiterqualifizierung und eben Höhergruppierung zu ermöglichen, und auch hier wurden Titel komplett gestrichen. Und das sind eben Lehrkräftegruppen, zum Beispiel pädagogische Unterrichtshilfen, die auch nochmal ausgebaut werden könnten, wo wir Kolleginnen noch gewinnen könnten, qualifizieren könnten, höher gruppieren könnten, um sie zu halten. Und das passiert eben leider nicht. Beim Thema Schulbau soll ein Konzept erstellt werden für die Privatisierung des Schulbaus. Dagegen wenden wir uns, weil wir sagen, wir möchten nicht, dass private Konzerne in den Schulbau einsteigen. Und dieses PPP-Konzept ist hier mit 120.000 Euro zum Beispiel etatisiert. Das ist eine Menge Geld. Wenn wir vorhin gesagt haben, ein ganzes Programm wie Querklang sind 50.000 Euro. Also wir haben schon, sage ich mal, an diversen Stellen auf jeden Fall Kürzungsmöglichkeiten. Dieser Jugendgewaltgipfel, da gibt es mehrere Titel in Millionenhöhe, wo unklar ist, wie das verausgabt werden soll. Wir haben da schon Berichtsaufträge jetzt ausgelöst oder werden die auch morgen im Fachausschuss auslösen, im Bereich Schule, aber auch im Bereich Jugend, wo wir natürlich nachfragen werden. Und auch die Bezirke sollen unter diesem Titel Jugendgewaltgipfel Gelder erhalten. So, und da ist es natürlich wichtig, dass diese auch tatsächlich jungen Menschen zugutekommen, und zwar für sinnvolle Dinge. Ja, also Schulsozialarbeit zum Beispiel wäre sinnvoll, das ist nochmal separat der Ausbau, aber da werden wir sehr genau nachfragen. Und vielleicht nochmal zu den Bezirken. Also auch die Bezirke haben im Bereich Jugend gemeldet, dass die Jugendsozialarbeit unter Druck gerät, weil es gibt das Landesprogramm Schulsozialarbeit und manche Bezirke kürzen jetzt quasi die Schulstation, weil sie sagen, naja, über das Landesprogramm gibt es ja eh einen Aufwuchs und wir haben keine andere Möglichkeit, irgendwo zu kürzen, und dann ist das eben in diesem Bereich. In diesem ganzen Bereich regionale soziale Dienste, absoluter Personalmangel, den wir dort haben, und auch dort diese Stellenpläne sind völlig unzureichend. Und auch die Sanierung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen, wichtiger Punkt übrigens auch mit dem Jugendgewaltgipfel, dass man sich um die Jugendfreizeiteinrichtungen kümmert, auch da sind nur kleine Ansätze eingestellt. Tagesreinigung hatte ich schon gesagt, das Thema Schulreinigung, das Thema saubere Schulen, eigentlich auch Kommunalisierung der Schulreinigung, für uns ein wichtiges Thema. Die Tagesreinigung wird faktisch aus der Not in vielen Bezirken gestrichen. Das heißt, da gibt es dann keine Reinigung am Tag mehr. Und ihr und sie wissen, gerade jetzt, wenn es auf die kalte Jahreszeit zugeht und so weiter, ja, wenn es auch nass wird draußen und so weiter, ja, na klar, laufen die Kinder dann auch mit nicht sauberen Schuhen durchs Haus und so weiter. Also das geht eigentlich alles nicht. Und das, was Hendrik ja ansprach, die Nichtbesetzung von vorhandenen Stellen, ist ein Sparschwein für die Bezirke, aber eben auch auf Landesebene, dass man sagt, wir können nicht anders, wir müssen einen Einstellungsstopp machen, keine Stellen werden mehr nachbesetzt, es wird nicht mehr neu eingestellt, und in den Bereichen, RSD und so weiter, wo wirklich Not ist, ja, wo wir sagen, das ist wirklich, das ist das, was als erstes gemacht werden muss, in diesen Bereichen nicht nachzubesetzen, ist wirklich fatal und ist ein ganz hohes Risiko. Und das wissen wir ja auch, weil die Jugendämter ja auch immer wieder diverse Demos angemeldet haben vom Roten Rathaus. Also all das bringt uns dazu zu sagen, das ist nicht solide. Es gibt zu wenig Geld im System und auch zu wenig in unserem Einzelplan. Das kann man so festhalten, wenn das Nötigste nicht finanziert werden kann und Projekte, die 20 Jahre, ja, Programme, die 20 Jahre laufen, nicht verstetigt werden, sondern einfach weggekürzt werden. Dankeschön. Dann die nächste Runde. Ist eine Frage offen geblieben, von denen, die gerade gestellt worden sind? Ich hoffe, glaube nicht. Dann gerne, kommt auch gerne nach vorne. Und wie gesagt, auch der Hinweis für euch, wer später kommt, das Ganze wird aufgezeichnet, da wird nur eure Stimme aufgezeichnet. Wenn ihr das nicht wollt, dann gebt uns einen Hinweis, wird es auf jeden Fall rausgeschnitten. Ja, mein Name ist Karin Schreibers, ich bin Kulturagentin im gleichnamigen Landesprogramm Kulturagenten für kreative Schulen Berlin. Und meine Frage ist, weil ich an Schule bin und auch Schulleitungen gefragt habe, so und so viele Stellen sind unbesetzt an Lehrkräften. Was passiert mit dem Geld? Wir hätten super Ideen, wie wir das einsetzen könnten und dadurch auch tatsächlich was für Kinder und Jugendliche in Schule tun könnten. Gibt es eine Art der Monetarisierung? Wie kommt man da ran? Meine Frage. Dankeschön. Dann die nächste Frage. Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Rainer Oetting. Ich bin der Typ, der die E-Mails mit dem Care-Management geschrieben hat, die Tage. Und genau. Und ansonsten, ich habe gerade mit ziemlichem Entsetzen auf die Nachricht reagiert, dass
die Personalnachbesetzung nicht erfolgen soll. Auf welche Ebenen bezieht sich das? Sind das komplette Bezirksebenen oder wie ist das gemeint genau? Ich bin da überhaupt nicht im Bilde und würde da gerne ein Detail wissen. Danke. Dankeschön. Für eine dritte Frage hätten wir gerade noch Zeit, dann dürfen wir wieder hochgehen. Tun wir erstmal die beiden. Ich glaube, die eine war, ist wahrscheinlich die Personalfrage mehr du machen, Hendrikje, und die zu den umgesetzten Stellen an Schulen wahrscheinlich mehr Franziska, nehme ich an. Ja. Ja, also was es jetzt schon gibt, ist die Möglichkeit, Lehrkräftestellen umzuwandeln und jetzt auch seit diesem Schuljahr in deutlich mehr Professionen, die es möglich machen, dass zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen, aber auch andere Professionen, da gibt es eine ganze Liste, eingestellt werden können. Und das können die Schulleitungen machen. Was es bis jetzt nicht gibt, was wir als Linke auch ganz stark gemacht haben, ist, dass für die Schulen, die am meisten unter Personalbedarf leiden, weil der Personalbedarf ist ungleich verteilt in Berlin, das ist nicht so, dass alle Schulen gleich unter Personalbedarf leiden. Es gab ja letztens vom Tagesspiegel, ich glaube vor 2 Wochen, diese schöne Karte, die Sie vielleicht gesehen haben, wo klar war, dass Gymnasien recht wenig unter Personalbedarf leiden und dass vor allen Dingen Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, ISSen diesen Personalbedarf haben und auch regional, dass insbesondere Marzahn-Hellersdorf oder Spandau, dass es hier Bezirke gibt, die insgesamt eine sehr prekäre Personalausstattung haben, während andere Bezirke, auch der Bezirk, wo ich herkomme, Steglitz-Zehlendorf, doch sehr wenig Personalbedarf haben. Genau, also das ist erstmal klar, dass es diese Personalbedarfe ungleich verteilten gibt und dass auch ein Steuerungsproblem vorliegt, wenn man das nicht steuert, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Sie haben genau gefragt, was kann man noch machen? Wir haben als Linke gefordert, dass es ein Personalbudget geben soll für die Schule, damit die Schulen zusätzlich zu den nicht besetzten Lehrkräftestellen, die sie möglicherweise umwandeln können oder schauen können, ob sie doch noch Kolleginnen finden, zusätzlich für weitere Professionen aufwenden dürfen. Das heißt, die Schule würde dann selber entscheiden, was brauchen wir? Brauchen wir zum Beispiel eine Musikpädagogin oder brauchen wir nochmal zusätzlich Schulsozialarbeit oder einen Handwerksmeister, der den WAT-Unterricht unterstützt oder was auch immer und dann die Möglichkeit besteht, dieses Budget zu verausgaben, zusätzlich, wenn man einen Personalmangel nachweisen kann. Dass man mit den Schulen beginnt, wo der Personalmangel am höchsten ist, aber eigentlich bräuchten es alle Schulen, ja? Dass sie die Möglichkeit haben, zusätzliche Professionen an Schule zu holen. Weil das Problem ist, ganz viele Projekte der kulturellen Bildung können nur einen Teil der Schulen abdecken oder einen Teil der Kindertagesstätten. Das heißt, es ist ein Angebot, was nicht allen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden kann, obwohl viele Programme sich wirklich bemühen, auch insbesondere in die Kieze zu gehen, wo die Kinder ganz wenig Chancen darauf haben, mal ein Kulturangebot wahrzunehmen oder auch mal politische Bildung zu erfahren oder eine Gedenkstättenfahrt zu machen. Das heißt, die meisten haben das auf dem Zettel, dass wir in Berlin große soziale Ungleichheit haben und wo der größte Bedarf ist. Also das heißt, dieses Budget, das steht übrigens nicht im Haushalt und das werden wir auch thematisieren, dass dieser Weg nicht gegangen wird, sondern dass diese Personalmittel zurückfließen an Senfin, Stichwort Sparschwein, ja, wenn dieser Lehrkräftemangel so horrend ist, nicht umgewandelt wird von den Schulleitungen, dann fließt das Geld zurück und nicht in den Bildungshaushalt. Das ist nicht so, dass wir das dann sozusagen verausgaben dürfen, sondern das heimst sich dann schon Senfin ein, letztlich. Man kann immer mit Senfin auch verhandeln, ne? Wenn man irgendwo Geld nicht ausgibt und so. Wenn Senfin aber ein anderes Interesse hat, dann sind die Gelder weg. So ist das. Ja, ach so, ja. Mikro? Danke, Dennis. Meine Nachfrage ist, also ist es so, dass das ganze Geld wirklich den Schulleitungen angeboten wird? Also, oder eben nicht? Und wo ist der Teil, der nicht angeboten wird? Ist der sofort im Sparschwein oder ist der woanders? Nee, im Moment ist es so, dass die Schulleitungen offene Stellen haben und die können sie besetzen. So, und da ist es natürlich so, dass geguckt wird, findet sich eine Kollegin oder ein Kollege oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch den Verfügungsfonds zum Beispiel und es gibt auch Bonusmittel. Und viele Schulen in schwieriger Lage nutzen auch diese Bonusmittel zum Beispiel, um Personal oder Projekte oder Programme und so weiter zu machen. Aber was es bis jetzt nicht gibt, ist, wenn
sozusagen Kolleginnen, die eigentlich im Stellenplan der Schule sind, nicht gefunden werden, können die umgewandelt werden, aber nur in gewisse Professionen, die jetzt nochmal erweitert wurden. Diese Liste wurde jetzt erweitert. Ich glaube, Therapeutinnen und so weiter, da gibt es jetzt auch eine ganze Liste. Das können die Schulen machen. Das machen aber nicht alle. Das machen vor allen Dingen die Grundschulen. Ja, weil die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Da hatten wir eine sehr tolle Anhörung zum Thema auch multiprofessionelle Teams im Ausschuss, im Bildungsausschuss. So, und was wir jetzt fordern, ist eigentlich zu sagen, die Schulen in besonderer Personalnot brauchen ein zusätzliches Budget, ja, was sie verausgaben können, genau um eben weitere Professionen auch an Schule zu holen, wo sie selber entscheiden können, welche Profession. Und das wäre sozusagen auch ein Game Changer, weil das würde dann bedeuten, dass solche Schulen zusätzlich unterstützt werden und viele Dinge nochmal abgedeckt werden können, die jetzt gar nicht möglich sind. Weil es ist ja auch begrenzt auf die Profession und dann ist es nur eine Umwandlung. Das heißt, das ist ja sozusagen eine Stelle, eine Stelle. Das ist keine zusätzliche Zumessung. Und das genau ist der Punkt. Das heißt, dieses Geld sozusagen ist nicht im Moment nicht zu kapitalisieren und im Moment können die Schulleitungen das nicht entscheiden. Das wäre eine politische Entscheidung, die notwendig wäre, um das zu ermöglichen. Im Moment, wenn die Stelle vakant bleibt und nicht umgewandelt wird, fließt es wieder zurück. Das heißt, dieses Geld wird gar nicht verausgabt, weil die Stelle nicht besetzt ist. Aber die Schulleitung entscheidet. Genau, die Schulleitung entscheidet darüber, ob es umgewandelt wird. Nicht die Senatsverwaltung? Nein, nicht die Senatsverwaltung. Also sich an die Schulleitung wenden. Und, so, genau. Und ich jetzt noch zum Einstellungsstopp. Gerne sozusagen, um das nochmal zu sagen, also sich an die Schulleitung wenden, macht, glaube ich, total Sinn, aber ich finde den Punkt nochmal, das war die Frage nach der Monetarisierung, wo auch die Antwort ganz klar war, das ist einfach in Teilen nicht möglich. So, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Bereich, aber wenn der Beruf nicht auf der Liste steht, dann, genau, ich kenne die Liste nicht auswendig, aber ich gehe davon aus, dass es nicht draufsteht, dann ist das keine Möglichkeit wegen der politischen Vorgaben. Steht nicht drauf. Aber könnte ergänzt werden. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Personal so generell. Ne? Als Herr Evers Finanzsenator wurde, war es eine der ersten Verlautbarungen, die dann auch in der Presse stattfanden oder Niederschlag fanden. In Berlin gehen die nächsten Jahre unglaublich viele in Pension oder Rente. Ne? Also haben wir alle irgendwie wahrscheinlich auf verschiedenen Kanälen mitbekommen. Und er hat dann immer dazu gesagt, ja, das ist bedauerlich und Berlin muss zukünftig einfach mit weniger Personal auskommen. So hat er es ja immer erklärt. Und da war dann schon klar für mich, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Weil natürlich ist es schwer, 30% gehen in den nächsten 10 Jahren in Pension oder Rente, das mal eben so irgendwie an Fachkräften wieder ranzuholen. Wir kennen alle die Situation in den verschiedenen Branchen. So geht es ja auch dem öffentlichen Dienst. Was er aber eben nicht macht, ist, dann entsprechend zu investieren, wie man eben noch gute Leute oder überhaupt Leute oder also passende Leute irgendwie rankriegt. Und dahinter versteckt sich eben auch die Ideologie des dann doch eher schlanken Staates, die er dann darüber sozusagen kommuniziert. Und das werden die jetzt auch versuchen, in verschiedensten Punkten ja schon einzuführen, klarzuziehen. Das bedeutet, wenn Bezirke einsparen müssen, werden sie sich überlegen, Stellen nicht zu besetzen, weil sie dann, Bezirke dürfen dieses Geld nämlich dann auch für was anderes ausgeben, weil sie das dann vielleicht ausgeben müssen, um eine Jugendfreizeiteinrichtung zu erhalten. Da werden sich diese Fragen stellen. Es wird auch fast keinen Personalaufwuchs geben mit dem neuen Haushalt. Es sind nur ganz, ganz wenige Stellen insgesamt, ne, für kompletto ganz Berlin. Da sind sie schon mal weg und es gibt in der mittelfristigen Finanzplanung zum ersten Mal das Wort Einstellungsstopp, es sei denn, es geht um gesetzliche Aufgaben. Und da ist dann die Frage, weil mittelfristige Finanzplanung ist kein Gesetz, ne, da steht das erstmal dann so drin, wird das Licht der Welt erblicken nächste Woche. Und dann ist die Frage, wie das umgesetzt wird. Wann dann ein Rundschreiben kommt und dann Senfin sagt, liebe Bezirke, liebe Senatsverwaltung, so und nicht weiter. Weil irgendwo müssen ja auch die Gelder herkommen, um die pauschale Minderausgabe irgendwie zu finanzieren. Und es wird da verschiedene Instrumente geben und es ist nicht klar, welche. Ich weiß jetzt, dass die Verwaltungsakademie gekürzt wird und dass sie schon bei den Weiterbildungen fürs eigene Personal sparen. Und so werden die einfach immer, immer weitergehen, kleinere Sachen immer weiter runterfahren und einfach
aber mit dieser Geschichte es leider immer begründen, es gehen so viel in Rente, wir müssen zukünftig mit weniger klarkommen. Und das wollen wir versuchen zu verhindern, mit auch klugen Konzepten, die wir auch in den nächsten Wochen und wenigen Monaten auch vorstellen werden, weil gerade jetzt muss es natürlich, wenn so viele Menschen gehen, auch alles dafür getan werden, damit eben viele Menschen auch kommen. Personal ist wichtig, ist Teil der Daseinsvorsorge, dass der öffentliche Dienst mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich um die Menschen hier kümmern und alles das auch schaffen. Danke, Henrike. Genau, jetzt sind wir auch bei dem größten Thema öffentliche Daseinsvorsorge angekommen, zu dem ja Bildung und Jugend hört, ist ja ein großer Teil davon. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Gerne. Samuela Haidari von Bezirksamt Mitte. Eine kurze Frage zum Haushalt im Bezirk. Also am 29.09. sollte ja der Bezirk den Haushalt schließen. Jetzt die Frage, was wäre denn, wenn wir den Haushalt nicht schließen, welche Konsequenzen bedroht? Nee, gibt gar keine weiteren Fragen, dann mache ich doch direkt. Ja. Nächster Fachbegriff, vorläufige Haushaltswirtschaft. Wer hat den schon mal gehört? Kennen wir ja auch noch ein bisschen, ne? Bei der Wahl 21 hatten wir ja das Dilemma, dass wir dann erst Monate, wo schon 22 war, den Haushalt für 22 und 23 erst beschließen konnten. Da war ja ganz Berlin die ersten Monate in der berühmten vorläufigen Haushaltswirtschaft. Das bedeutet, dass man das, was man bisher gemacht hat, ungefähr weiterführt und weiterführen kann und neue Projekte oder veränderte Bedarfe nicht machen kann. Das ist so ganz, ganz kurz die Erklärung. Das macht es unglaublich kompliziert, in einem Bezirksamt damit umzugehen. Das ist keine schöne Situation, das wissen wir hier auch alle. Aber das droht. Also einen Haushalt nicht zu beschließen, muss man sich ganz genau überlegen. Das ist jetzt ganz grobe Antwort, reicht das? Ja. Also würde ich auch als Oppositionspolitikerin jetzt auch sagen, muss man sich wirklich ganz genau überlegen, das ist für alle nicht gut. Da schießt man sich ins eigene Knie, so heißt das, glaube ich. Jetzt wäre eine spannende hypothetische Frage, was passiert, wenn alle 12 Bezirke den Haushalt nicht beschließen, aber das halte ich für politisch unrealistisch derzeit. Aber das wäre mal ein ganz spannendes Szenario. Ja, gerne. Es soll ja in Berlin ein neues Fortbildungsinstitut geben, glaube ich, unter dem Namen Berli im Moment laufend. Und also Lehrerinstitut und so zur Fortbildung. Gibt es da irgendwie Hinweise drauf, wie das gestaltet werden soll? Und auch die Frage, ich glaube, da sind 7,5 Millionen veranschlagt im Haushalt für diese Fortbildung. Wie viel ist eigentlich in die Zusammenarbeit im LISUM geflossen von Seiten Berlin? Weil das war ja Berlin-Brandenburg. Wie ist das jetzt? Und was verspricht man sich davon? Das ist so ein Teil der Frage. Und wenn ich es noch größer mache, ist ja, wir reden jetzt immer bei den Geldern über den Erhalt des Status quo. Also es ist Mangel und so weiter. Aber gibt es auch Ideen, irgendwie Bildung noch mal komplett anders zu denken? Also in der freien Wirtschaft würde man ein Unternehmen nicht so laufen lassen. Man würde noch mal nachdenken, was wirklich gut ist und was schlecht ist. Was wissen Sie dazu? Ja, also zum LISUM, das ist etwas, oder beziehungsweise zum neuen Landesinstitut für Aus- und Fortbildung, das hatten auch wir im Koalitionsvertrag stehen, also unter Rot-Grün-Rot. Und auch damals wurden die Verträge mit dem LISUM gekündigt. Das heißt, das ist quasi klar, dass es ein neues Institut geben soll. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass es sehr viele, sage ich mal, Institutionen gibt, die für Aus- und Fortbildung zuständig sind, weil wir haben zum Beispiel auch das sogenannte STEPS, was dafür zuständig ist, Quereinsteigende auszubilden, und eigentlich war die Idee, ein Dach
zu bauen und ein Dach zu finden, wo unterschiedliche Organisationen neu aufgestellt werden für das Land Berlin, für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Und es gibt, sage ich mal, große Titel auch im Haushalt, die im Moment sehr freischwebend sind, auch für unterschiedliche Fortbildungen, Qualifizierungen, Bedarfe, auch diese Jahreskurse, die stattfinden und so weiter. Und es ist eigentlich schon das Bedürfnis, das zusammenzubinden in ein Institut. Und deswegen eben auch diese Idee, ein Aus- und Fortbildungsinstitut neu aufzusetzen und wirklich nochmal neu zu denken. Bezüglich der Konzeption, aus meiner Sicht liegt das noch nicht vor. Also wir hatten da mehrmals nachgefragt, da gab es noch kein ausgeklügeltes Konzept. Das ist in der Erstellungsphase. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil leider ist es sehr auf Lehrkräfte fixiert und wir haben für die ErzieherInnen und SozialpädagogInnen ein völlig eigenes System und also eigentlich multiprofessionelle Teams. Wir haben vorhin das angesprochen, was es bedeuten würde, wenn auch mehr Austausch unterschiedlicher Professionen auch vorhanden wäre. Und das wäre uns zum Beispiel sehr wichtig oder uns ist sehr wichtig, dass man auch mit der ersten Phase gut kooperiert, nämlich mit der tatsächlichen Lehrkräfte- und ErzieherInnen-Ausbildung oder auch andere pädagogische Professionen, die wir haben, dass das auch mit betrachtet wird, weil das ist nämlich auch wichtig, dass man die grundständige Ausbildung ansieht und eben Aus-, Fort- und Weiterbildung. Genau, also von daher unterstützen wir an sich das Anliegen, aber eine Konzeption ist bisher noch nicht vorliegend und wird wahrscheinlich gerade erarbeitet. Da könnten wir den aktuellen Stand auch gerne in Erfahrung bringen, wie die Situation ist. Okay, na, dann ist es ja ganz neu, das ist gut, dann könnten wir ja auch mal schauen, sozusagen, welche Qualitätsstandards und welche Ziele sind dort vereinbart und der Bildungsausschuss, kann ich zumindest sagen, ist darüber noch nicht informiert worden, kann vielleicht noch ergänzen, also können wir in den Haushaltsberatungen dann gerne auch mit einfließen lassen, welche Gelder für was hier verausgabt werden, damit man so ungefähr weiß, was ist denn überhaupt von der Senatsverwaltung geplant an der Stelle und wer wurde auch beteiligt, weil das ist nämlich immer ein großer Punkt sozusagen, dass da auch manchmal die Beteiligung sehr kurz vorgenommen wird und die Pädagoginnen gar nicht mit einbezogen werden. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass es gemeinsam auch entwickelt wird. Okay, also das ist das, was ich dazu weiß. Gibt es noch Ergänzungen? Nur, dass wir einen Berichtsauftrag dazu eingereicht haben. Okay, wir werden schriftliche Informationen dazu haben und können die dann gerne auch weiterleiten an Frau Wiehe. Macht es vielleicht Sinn, dass ihr nochmal ganz kurz sagt, diese Berichtsaufträge, ich finde das ja eigentlich eine ganz spannende Sache sozusagen, also was macht ihr gerade im Parlament? Jetzt einfach so, was ist ein Berichtsauftrag? Hat ja das so reingeworfen gerade, ob ihr das nochmal sagen könnt, was Berichtsaufträge sind. Und wir haben auch gedacht, wir geben einfach so einen Einzelplan mal rum. Das ist jetzt die Version vom letzten Jahr. Wie gesagt, das ist nur einer von vielen, dass ihr euch das einfach mal anschauen könnt. Wir können auch beide rumgeben, glaube ich, dann geht es schneller, würde ich sagen. Ich bringe die mal. Wer hat Lust, in sowas mal reinzugucken? Wer hat noch nicht? Kennt schon alle. Nee, will ich nicht. Es sind so viele Zahlen. Ja. So ein Berichtsauftrag. Ich glaube, kann sich im Grunde jeder vorstellen, was das bedeuten könnte. Da kann man auch ganz kreativ sein, wenn halt im Einzelplan 10 ein Titel drin steht, der da heißt Dienstleistung und man fragt sich, was dahinter sich versteckt. Dann kann man einen Berichtsauftrag auslösen in der ersten Lesung. Bitte, liebe Senatsverwaltung, schreibe mir doch mal auf, was ihr aus diesem Titel alles finanzieren wollt. Und so kann man quasi über jeden Titel Fragen stellen und muss aber dann auch mit Antworten rechnen, die man dann auch lesen muss und das ist eine ziemliche Bewältigung. Also konzentriert man sich natürlich, was will man fragen, was ist wichtig und das ist für mich als Haushälterin immer interessant. Im Hauptausschuss dürfen wir immer Berichte auslösen, bei jeder Sitzung zu allem, was wir uns ungefähr wünschen. Also irgendwo kriegen wir immer irgendeinen Berichtsauftrag angedockt. Das fällt uns gar nicht schwer. Machen wir auch bei jeder Sitzung nochmal 20, 30, 40 neue Berichtsaufträge zu verschiedensten Themen. Völlig fernab von Haushaltsberatungen. Fachausschüsse dürfen das aber nicht. Fachausschüsse beraten Anträge, wenn jetzt zum Beispiel die Linksfraktion zum Bildungsthema, Bildungsbereich einen Antrag stellt. Hast du ein Beispiel? Multiprofessionelle Teams, dann wird das vom Parlament über, an den Fachausschuss geleitet, übertragen, nee, wie heißt das,
überwiesen jetzt. Und dann wird der dort im Fachausschuss beraten. Man kann eine Anhörung machen, fertig ist. Aber so ein Fachausschuss darf eben keine Berichtsaufträge auslösen. Und deswegen nutzen das dann die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen dann sehr exzessiv, weil sie endlich mal dürfen und das auch wollen und das natürlich auch gut machen, da mal wirklich mal tief einzusteigen. Aber wir sind natürlich auch abhängig davon, wie gut die Antworten sind. Also man ist auch nicht mit jeder Antwort dann zufrieden, auch in der Detailliertheit. Ja, ich kann da noch ergänzen, weil es geht nicht nur um die Summen oder manchmal steht dann da gestrichen, sondern es geht natürlich darum, das zu politisieren und zu sagen, diese Koalition hat erstens im Senatsentwurf Streichungen vorgenommen. Das ist nicht so, dass das unter Rot-Grün-Rot nicht passiert wäre, dass die Senatsverwaltung auch Streichungen vorgenommen hat. Aber man muss dann CDU und SPD im Ausschuss auch stellen und fragen, sind sie bereit, auch für politische Bildung, kulturelle Bildung, queere Bildung Geld einzustellen? Sind sie bereit, zum Beispiel Personalmittel nochmal einzustellen, um diese größte Not zu lindern? Und das ist die Aufgabe von Abgeordneten im Ausschuss. Dann ist die Frage, was können wir jetzt noch tun? Weil wir haben ja jetzt festgestellt, dass es ganz viele Kürzungen gibt. Und die ersten, sag ich mal, die erste Demo oder die ersten Demonstrationen haben in den Bezirken stattgefunden diesmal, weil die Bezirkshaushalte ein bisschen vorgelagert waren, wo auch schon Streichungen avisiert waren, wo auch schon klar war, dass das Geld nicht reichen wird. Jetzt am Donnerstag findet ja zur kulturellen Bildung eine Demonstration vor dem Bildungsausschuss statt. Das ist ganz interessant. Vielleicht berichtet auch die Presse darüber und die Abgeordneten wird sich auch zeigen, ob CDU und SPD dort auch ins Gespräch gehen mit Trägern, die Fragen haben und entweder ganz gestrichen wurden oder große Einsparungen vorgenommen worden sind oder eben keine Aufwüchse, wie diese Projekte und Programme oder auch grundständigen Finanzierungsabsichten weiterfinanziert werden sollen. Also man kann sich zusammenschließen, wie zum Beispiel die Landesvereinigung Kulturelle Bildung, die Initiative Kulturelle Bildung, die auch klar sagt, in dieser Frage Kulturelle Bildung schließen wir uns zusammen und werden alle Abgeordneten anschreiben, werden eine Demonstration machen, werden diesen Senat und diese Koalition unter Druck setzen und deutlich machen, wir akzeptieren das nicht. Ja? Und Öffentlichkeit herstellen über Pressearbeit. Das ist ganz wichtig, weil die Erfahrung zeigt, auch in der Vergangenheit, auch unter Rot-Grün-Rot, war das sehr wichtig, dass die Stadtgesellschaft und die Trägerinitiativen, Aktiven, die Gewerkschaft vor Ort waren und gesagt haben, wir fordern ein, mehr Geld für Bildung, wir fordern ein, mehr Geld für Personal, für Schulbau. Das ist wichtig, dass da auch ein Resonanzraum stattfindet und man sich nicht damit abfindet mit der Streichung, wenn das auf Null gesetzt wird, sondern sagt, nein, wir brauchen das Geld. Ansonsten können die Kinder und Jugendlichen nicht mehr davon profitieren oder die Pädagoginnen oder die Menschen, die tätig sind in diesen einzelnen Projekten. Und das muss man politisieren. Das ist eine wichtige Aufgabe und da sind wir quasi ein Team, ja, unabhängig davon, in welcher Rolle, ob Opposition oder Koalition, weil die im Bildungsbereich kämpfen wir ja, sage ich mal, gegen die anderen Bereiche, weil dann Stadtentwicklung sagt, ja, wir brauchen auch Geld für Wohnungen, ist ja alles richtig, dann Mobilitätsausschuss, die sagen, wir brauchen Geld für neue Busse und so weiter, ist alles richtig, ne? Aber bei der Bildung ist natürlich klar, da darf nicht gespart werden, das sage ich ganz eindeutig, das geht natürlich nicht. Also das heißt, diese Auseinandersetzungen sind sehr wichtig, das ist sehr wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen, möglichst viele SchülerInnen vorm Abgeordnetenhaus stehen, schöne Bilder, weil wir haben ja auch bald wieder ein Wahlkampf und in Wahlkämpfen ist das so, dass politische Parteien sehr sensibel sind, wenn dann Projekte vor der Tür stehen und sagen, hier darf nicht gekürzt werden, weil man ja auch sozusagen den Auftrag hat, darzustellen, was man alles Gutes macht und da hat die Koalition jetzt auch ein Problem. Wenn sie sagt, sie will die politische Bildung ausbauen, jetzt mit dem Wahlalter 16 und gleichzeitig solche Kürzungen im Haushalt stehen. Das müssen sie erstmal erklären und da bin ich schon ganz gespannt auf morgen. Dankeschön, genau. Wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Fragerunde und dann würden wir nochmal zu Abschlussstatements kommen und dann würde ich noch zwei, drei Ankündigungen machen. Ich wollte auch noch hinweisen, genau, was gerade passiert ist mit diesen Berichtsaufträgen. Katrin hat vielleicht auch deine eine Frage nach Transparenz und wo findet man noch Geld, glaube ich, ein bisschen beantwortet. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man nach den Antworten auf diese Berichtsaufträge unter Umständen ein Stück schlauer. Wo könnte man eventuell noch auch was finden? Wunderbar, dann gerne. Ja, was hat denn der Senat vor? Diese Abgänge durch die älteren Kollegen zu kompensieren, wie wollen Sie Leute finden, die Lehrer werden, die Erzieher werden? Ich meine, ich komme aus dem Beruf und
man ist ja heutzutage gegen Planwirtschaft, aber bei uns wurde die Ausbildung geplant. Und da wusste man, in 5 Jahren brauchen wir so und so viele Lehrer. Und dann wurden eben so und so viele Lehrer ausgebildet und beworben und so weiter. Aber man merkt hier nichts davon. Und ich kenne eigentlich niemanden in meinem Umfeld, wer Lehrer werden will. Das ist ein spannendes Thema. Ich muss schmunzeln, weil das uns auch viel beschäftigt hat schon. Aber gerne noch weitere Fragen. Genau, Statements. Das könnt ihr auch gerne machen. Wenn es jetzt eine Frage war, dann beantworten wir die erstmal. Dann haben wir danach aber Zeit für noch eine Statement- oder Fragerunde auf jeden Fall. Also es ist so, das muss man anerkennen, dass lange nicht genug Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, aber auch andere wichtige Berufe, das betrifft auch die Verwaltung, ausgebildet wurden. Das ist Fakt. Das heißt, diese Planung, dass man auch vorhergesehen hat, wie wird sich die Bevölkerung entwickeln, wurde so unzureichend vorgenommen. Das muss man feststellen. Und es gibt natürlich so ein paar Ereignisse, also dass auch Geflüchtete zu uns gekommen sind und so weiter, dass Berlin auch sehr viel wächst, dass sehr viel gebaut wird, was man vielleicht nicht 100% so wusste, aber trotzdem wurde jahrelang die Ausbildung vernachlässigt. Wir als Linke haben klar gesagt, wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Das war wirklich unser Schwerpunkt, jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, dass wir klar gemacht haben, das Land Berlin muss bedarfsdeckend ausbilden. Und bedarfsdeckend, wir haben dann den Bedarf auch ermittelt gehabt. Wir haben klar Zahlen, die belegen, dass man 3000 Lehrkräfte pro Jahr bräuchte, die fertig ausgebildet ins System gehen müssten, damit man bedarfsdeckend ausbildet. Bei den ErzieherInnen ist das ein bisschen schwieriger zu berechnen, weil es diverse Bereiche gibt, wo ErzieherInnen gebraucht werden, aber auch da ist es so. Und es wird unter Bedarf im Moment ausgebildet. Wir haben ungefähr 1000 Absolventinnen aktuell, die dann auch die Teile davon ins Referendariat gehen. Und die SPD hat ja jahrelang vertreten, die Verbeamtung wird das lösen. Die Verbeamtung wird dazu führen, dass wir ganz viele neue Lehrkräfte im System haben. Wir haben jetzt die Verbeamtung, haben dazu auch eine schriftliche Anfrage eingereicht und bis jetzt kann man keinen Effekt feststellen. Also man muss wirklich sagen, dass die Ausbildung dass der zentrale Hebel ist und eben nicht die Verbeamtung. Aber das haben wir ehrlich gesagt ja auch schon vorher gewusst. Genau, und bei der Ausbildung ist es so, dass Berlin jetzt die KMK-Präsidentschaft innehat und dass es die Möglichkeit gäbe, auch verbindliche Vereinbarungen mit den anderen Bundesländern zu treffen über die Lehrkräfteausbildung. Und wir als Linke fordern auch, dass die Bundesebene auch mit investiert in die Fachkräfteoffensive, dass also eine Kofinanzierung besteht als Anreiz für die Bundesländer bedarfsdeckend auszubilden. Das könnte man regeln in einem sogenannten Staatsvertrag. Da haben wir eine Initiative eingebracht, die auch beschlossen wurde, noch von der alten Koalition, die deutlich gemacht hat, wenn man so einen Vertrag hätte, es müsste kein Staatsvertrag sein, es könnte auch eine andere verbindliche Vereinbarung sein. Der Bund schießt Geld dazu, ähnlich wie beim Digitalpakt, und die Länder bilden mehr aus. Wäre das eine gute Zukunftsoffensive, eine gute Ausbildungsoffensive für alle pädagogischen Professionen? Das wäre langfristig auf jeden Fall das zentrale Element, um bedarfsdeckend auszubilden. Kurzfristig gibt es ganz viele Maßnahmen, die man treffen kann. Wir haben die Quereinsteigenden, das ist nicht so leicht, ja. Es ist aber eine Maßnahme, Menschen weiter zu qualifizieren. Wir haben den sogenannten Q-Master, dass Menschen, die einen Hochschulabschluss haben in einem Fach, ja, pädagogisch ausgebildet werden, dann das Referendariat durchlaufen. Wir haben viele ausländische Kolleginnen mit ausländischem Abschluss, die jahrelang darauf warten, dass sie eine Anerkennung erhalten. Und auch da sind nur kleine Schritte gegangen worden bis jetzt. Und wir haben auch viele Lehrkräfte, die eben zum Beispiel internationale Abschlüsse haben, die nur ein Fach studiert haben, die aber dieses Fach gut unterrichten könnten an der Schule, wo immer noch das Mantra heißt, es müssen 2 Fächer nachgewiesen werden. Da könnte man auch sozusagen Flexibilisierungen vornehmen, damit auch Einfachlehrkräfte zum Beispiel an Schule gehen. Multiprofessionelle Teams, andere pädagogische oder auch andere Berufe, muss ja auch nicht pädagogisch sein. Wir brauchen genauso NaturwissenschaftlerInnen, die auch an Schule oder Menschen, die im Musikbereich oder künstlerischen Bereich tätig sind, die sehr nah an pädagogischen Tätigkeiten auch sind, die wir an Schule unbedingt brauchen. Und diese Öffnung hinzubekommen, sozusagen generell, ist uns bis jetzt noch nicht gelungen und
Die wird aber alternativlos sein, weil wir noch einige Jahre nicht genug Lehrkräfte haben werden. Selbst wenn wir jetzt diese Ausbildungsoffensive schaffen, ja, gibt es eine große Fachkräftelücke, die man auf jeden Fall schließen muss. Und von daher braucht es Kreativität. Und das finden wir auch so ein bisschen unzureichend, dass die Senatsverwaltung immer noch kein Konzept auch für die multiprofessionellen Teams zum Beispiel vorgelegt hat, wie man andere Professionen verankern kann an Schule. Ja, gerne noch eine Nachfrage, auch gerne mit dem Mikro wieder. Danke. Ich wollte da noch mal kurz werben für die Programme der kulturellen Bildung, weil genau diese Menschen bilden wir aus. Also bei Querklang zum Beispiel genau in der ersten Phase, also Q-Master-Studierende sind bei uns Teil des Prozesses. Und seit 20 Jahren bilden wir sozusagen Künstlerinnen eben genau in dieser pädagogischen Schnittstelle aus. Die könnten alle theoretisch sofort an Schule anfangen. Ja, das ist... es funktioniert eben nicht, wenn man der Humboldt-Universität jetzt sagt, jetzt macht mal 3000 und fertig ist. Ja, das hätte vielleicht früher funktioniert, aber das reicht nicht. Man muss, wie eben Franziska meinte, wirklich kreativ sein und gucken, wo sind noch Menschen, die passen mit dem, was sie schon gemacht haben und gelernt haben. Und dazu braucht es wirklich mal hier jemand, oder auch nicht nur eine Person, die sich wirklich mal hinsetzt und mal so, ne, so alles mal sich durchdenkt. Und das ist das, was ich auch als personalpolitische Sprecherin die ganze Zeit kritisiere, dass das eben nicht gemacht wird. Es wird gemacht wie bisher, größtenteils. Und es braucht Wumms, darf man nicht mehr sagen. Aber eine wirkliche Ausbildungsoffensive, um wirklich breit zu denken, damit man das noch irgendwie überhaupt halbwegs hinkriegen kann. Es ist keine einfache Antwort heutzutage mehr. Man muss da wirklich kreativ sein. Aber es gibt die Menschen und der öffentliche Dienst und auch bei den Lehrkräften werden auch immer noch Menschen verloren, die eigentlich dazugehören. Ja, ich muss noch einen Satz sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir nicht genug Lehrkräfte haben, sondern die Lehrkräfte, die wir haben, ja, werden auch noch extrem Druck ausgesetzt oder Pädagoginnen oder unserem Personal, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Das heißt, auch die Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Stellschraube, um unser Personal zu halten. Das haben wir in allen Bereichen, dass wir haben jetzt eine Anfrage gemacht, dass jährlich 1000 Lehrkräfte kündigen. Und das sind nicht die Älteren, ja, sondern das sind die Jüngeren, die dann aus dem Beruf gehen. Das heißt, die gut Ausgebildeten, die wir endlich sozusagen im Schuldienst haben, die geben dann am Ende auf, ja, und kündigen, weil sie sagen, diese Arbeitsbedingungen, das kann ich nicht mehr vereinbaren. Mein Anspruch kann ich nicht mehr verwirklichen, weil die Rahmenbedingungen nicht gut sind. Und diese Arbeitsbedingungen sind wirklich wichtig. Das ist zentral, dass wir uns darum bemühen und kümmern. Und das heißt natürlich auch anzuerkennen, dass wir mit weniger Personal nicht die gleiche Anzahl an Unterrichtsstunden abdecken können, sondern dass wir, das ist das Stichwort Schule neu denken, Prioritäten setzen müssen und auch Qualitätskriterien ansetzen müssen. Was ist zentral wichtig und was können wir auch endlich mal ausmisten und was können wir auch weglassen, weil das nicht zentral ist. Wir werden anders gar nicht drumherum kommen. Und diese Debatte braucht es auch. Und deswegen haben wir auch gesagt, das geht eigentlich nicht, dass die Senatorin das ankündigt. Es gibt Entlastung, dann gibt es aber nur Entlastung sozusagen durch den Wegfall der MSA-Prüfung am Gymnasium. Nee, es muss Entlastung generell geben, so dass die Kolleginnen im Dienst bleiben können und ihre gute Arbeit fortsetzen können, dass sie Rahmenbedingungen haben, wo es überhaupt möglich ist, gute Bildung auch zu leisten. Dankeschön. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn es noch Fragen gibt, dann gerne. Ansonsten kommen wir jetzt gleich in die Abschlussrunde. Das heißt, die Frage an euch beide, ihr würdet nochmal beide Zeit für ein Mini-Statement oder Mini-Resümee haben. Wir haben ja noch genügend Zeit. Wo einfach nochmal die Frage ist, ja, was steckt eigentlich drin im schwarz-roten Haushalt? Genau, die Frage machen wir dann gleich noch. Ich mache das. Was steckt eigentlich drin im schwarz-roten Haushalt? Dass ihr da vielleicht nochmal so wirklich eine ganz klare Einschätzung macht an ein paar Beispielen. Und vielleicht auch mal diesen Punkt, okay, was sind jetzt mögliche Schritte für die Linke, aber auch für die Stadtgesellschaft, da zu intervenieren? Ihr habt da schon viel zu gesagt, aber dazu nochmal ein Mini-Resümee. Und ich würde da gleich nochmal überleiten, aber ich würde die eine Frage gerne noch dran nehmen. Ja, weil es gerade um Kreativität geht im Weiterdenken und weil ich selber auch mit der Schnittstelle zwischen Bildung und Kultur zu tun habe, würde ich gerne wissen, wie die zwei Senatsverwaltungen zusammenarbeiten, also Bildung und Kultur.
wie viel Austausch es da gibt und wie auch das begründet wird, dass da zum Beispiel Honorarordnungen gänzlich unterschiedlich sind. Also dass zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler im Projektfonds wirklich sehr schlecht bezahlt werden. Ich kann das als Kulturagentin eigentlich kaum vertreten, ehrlich gesagt. Genau, ich weiß, ich kann nur sagen, dass die Nachhaltigkeit für Wissenschaft und Bildung bei der Lehrkräftebildung schon nicht gut zusammengearbeitet haben. Deswegen bei dem Bereich, kann da jemand von euch was zu sagen zur Kooperation der Senatsverwaltung für Kultur und Bildung? Ja, ehrlich gesagt ist das sehr schwierig. Also wir sehen das auch zum Beispiel in dem Bereich Musikschulen, die immer mal wieder in dem einen oder in dem anderen Haushalt waren. Und dass das wirklich schwierige Kooperation ist, das muss man auch, das ist auch immer so, diese Häuser haben auch eine eigene Logik und auch diese Haushalte. Wir haben jetzt über Einzelplan 10 gesprochen, aber es gibt auch in anderen Bereichen Bildungstitel, also im Mobilitätskapitel, im Kulturkapitel und so weiter. Also diese Logik ist, sage ich mal, lässt sich sehr schwer transportieren, wie diese Haushaltsaufstellung funktioniert, weil dieses ganzheitliche Denken, das völlig klar ist, dass Kultur und Bildung zusammengehören, zum Beispiel, ja, oder auch Wissenschaft und Bildung jetzt im Bereich der Lehrkräfteausbildung, dieses Zusammendenken ist leider unterentwickelt. Genau, und im Kulturbereich ist es so, manche Projekte, da gibt es teilweise die Situation, dass in beiden Haushalten in einem Projekt Gelder, für ein Projekt Gelder eingestellt sind, wo völlig unterschiedlich mit umgegangen wird. Und Sie haben das angesprochen, das Thema gute Arbeit. Was heißt denn ein gutes Honorar? Das ist schon so alt, das Thema, so lange. Was heißt ein gutes Honorar, von dem man auch leben kann, von dem die Künstlerin oder der Künstler auch Miete bezahlen kann und sein Leben bestreiten kann? Das ist immer extrem unterbelichtet. Und ich glaube, Klaus Lederer hat da sehr für gekämpft, sozusagen, ja, immer wieder dafür zu sorgen, zumindest kleine Schritte zu gehen, auch im Kulturbereich. Ich weiß, dass er da sich immer sehr eingesetzt hat, aber auch nicht mit großem Erfolg. Also das heißt, es ist auch nicht so gewesen, dass alle Honorare sehr gut abgedeckt worden sind, sondern ich weiß das aus dem Kulturausschuss, als ich da auch bei Anhörungen war, wo das immer wieder Thema war, dass diese stagnierenden Summen dazu geführt haben, dass am Ende beim Personal eingespart würde und die Kulturschaffenden aus Leidenschaft trotzdem dabei geblieben sind, aber nicht, weil sie, sage ich mal, wirklich von ihrer Arbeit leben konnten. Und das ist eine prekäre Situation. Deswegen ja auch völlig richtig, es muss aus dieser Projektitis heraus, so wie es auch in dem Positionspapier steht, hin zu einer Regelförderung, sodass das auch nicht mehr angetastet wird, wenn es schwierig wird. Und es ist so, dass jedes Mal die Kultur unter Druck gerät, wenn Haushalte aufgestellt werden. Jedes Mal. Das heißt, man spart immer zuerst bei der Kultur und das kann nicht sein. Also von daher unterstütze ich das politisch auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist, bis wir dort sind, auch mit festen Stellen zum Beispiel, wird es auf jeden Fall noch ein langer Weg, glaube ich. Das muss man so ehrlich sagen. Ich möchte einfach ehrlich sein an der Stelle, weil ich das, genau, schon eine Weile begleite, auch zum Beispiel bei den Musikschulen, wie schwierig das ist mit der Festanstellung an der Stelle. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind sehr gut in der Zeit, genau, wir werden wahrscheinlich ein bisschen früher fertig sein, kommen jetzt noch die beiden Abschlussstatements, Resümees, wie auch immer. Ich würde danach noch zwei, drei Ankündigungen machen und wenn, genau, wenn dann noch Zeit ist und noch jemand Zeit hat, bleibt gerne noch im Austausch ein bisschen. Ich würde jetzt nochmal die Abschlussstatement mit drei Fragen einladen, ihr hättet so ungefähr 5 Minuten pro Statement, aber das ist, genau, könnt auch kürzer machen. Also nochmal die Frage, jetzt insbesondere in Bezug auf diesen Punkt Bildung, Jugend, Familie. Was heißt dieser schwarz-rote Kürzungshaushalt für die Stadt? Was sind Möglichkeiten, aktiv zu werden für die Linke, für die Stadtgesellschaft? Und die Frage gab es ja vorhin auch, es kann ja eigentlich perspektivisch nicht nur um den Erhalt des Status quo gehen. Das heißt, auch wenn wir heute für die Landesebene sitzen, würde ich mich freuen über noch ein paar Worte zum Thema Schuldenbremse und Bundesebene, weil genau, ich halte es für sehr essentiell, das eben zusammenzudenken, weil sonst kommt man aus dieser Austeritätsspirale auch eigentlich nicht raus. Wer anfangen mag, wie ist es? Hendrike, Franzi. Dann fange ich mit Bildung an und Hendrike ergänzt sozusagen mit dem größeren Blick. Genau, also aus meiner Sicht ist völlig klar, dass der Bildungshaushalt, so wie er jetzt aufgestellt ist, wirklich besondere Härten beinhaltet. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, für die politische Bildung, kulturelle Bildung, queere Bildung auf jeden Fall. Und dass er weit unter den Möglichkeiten bleibt, weil viele Dinge, die wir schon besprochen hatten im Ausschuss, ja, also wo wir zum Beispiel auch die psychosoziale Versorgung der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt haben, wo wir als Linke ein Landesprogramm auch für Psychologinnen an Schule vorgeschlagen haben, ein
Budget für multiprofessionelle Teams an den Schulen, das ist nicht etatisiert. Also diese Kürzungen, die dort jetzt stehen, sind aus meiner Sicht dramatisch. Und das ist auch im Jugendbereich Beispiel Fachstelle für Care-Management, wenn Kinder, die wirklich erkrankt sind, nicht mehr die Möglichkeit haben, begleitet zu werden in die Jugendhilfe. Das ist auf der einen Seite überhaupt nicht zu rechtfertigen. Also wir werden das morgen im Ausschuss besprechen, wie da Streichungen vorgenommen werden können. Und auf der anderen Seite völlig unklar ist Jugendgewaltgipfel mit großen Millionensummen. Mit mehreren großen Sammeltiteln, mit Millionensummen, wo unklar ist, wohin das Geld fließt. Das kann so nicht bleiben, das ist unsozial und das werden wir auch morgen im Ausschuss so deutlich machen. Was kann man machen? Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass es morgen eine Kundgebung gibt. Wir haben mehrere Solidaritätsbekundungen auch der queeren Bildung erhalten, auch per E-Mail, auch der kulturellen Jugendbildung, kulturelle Bildung, die gesagt haben, wir kommen auf jeden Fall. Auch politische Bildung, die Landeszentrale, auch sie wird nochmal fachlich auflisten, welche Dinge dort wegfallen müssen. Nämlich die Arbeit vor Ort, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen wird so nicht mehr stattfinden können. Und da ist die Frage, ob sich Schwarz-Rot das leisten kann und wie wir das auch noch mal ganz klar deutlich machen müssen, was das heißt. Genau, das werden wir machen und ich hoffe, dass Schwarz-Rot darauf eine Antwort findet, weil es ist so, dass es eine Umverteilung auch noch mal durch die Fraktion geben kann. Das hat ja Hendrike am Anfang dargestellt, dass SPD und CDU im Fokus stehen müssen jetzt. Sie haben jetzt die Verantwortung als Fraktionen, wo sie noch mal Korrekturen vornehmen können. Das haben wir unter Rot-Grün-Rot auch gemacht. Da haben wir gesagt, da geben wir noch mal Geld rein. Und das ist die klare Erwartung, dass das auch passiert. Und jetzt ist genau das Zeitfenster. Morgen die erste Lesung. Dieser Zeitraum dazwischen bis zur zweiten Lesung Druck zu machen, die Kolleginnen Maja Lasic, Marcel Hopp und die Frau Kalatbari von der CDU anzusprechen und zu sagen, das müsste sich sonst Schwarz-Rot vorhalten lassen, wenn hier gekürzt wird. Und das auf allen Kanälen. Das auch nochmal mit Pressebegleitung, guten Aktionen vor Ort, mit Kindern und Jugendlichen. Das kann nochmal zur Politisierung beitragen. Und wir als Opposition werden dann natürlich auch Änderungsanträge stellen und dann sollen sie erstmal begründen, warum sie diesen dann nicht zustimmen. Oder sie stellen, sage ich mal, selber einen Änderungsantrag, dann sind wir dann auch damit zufrieden. Genau, also das für die Frage. Und die Frage für die Zukunft vielleicht. Ja. Wie du magst, hier kannst du auch. Oder will Hendrike Zukunft mit der Schuldenbremse und so weiter. Weil die Bundesebene ist natürlich zentral, das kann ich nur sagen. Also wir sind für die Aufhebung des Kooperationsverbotes, dass der Bund auch in Bildung investieren kann. Das heißt auch für Lehrkräftebildung, auch gerade ne, politische Bildung gibt es auch drastische Kürzungen auf Bundesebene, die gar nicht aufgefangen werden können auf Länderebene. Das heißt, der Bund darf auch nicht aus der Verantwortung, sondern muss auch in die Verantwortung genommen werden. Jetzt würde ich klatschen gerne. Was steckt drin, mag ich nicht. Also es steckt natürlich viel drin. Und das ist auch klar, ist jetzt nicht so, dass mit dem Haushalt irgendwie Berlin ausziehen muss und umziehen muss. Und was weiß ich, was machen muss, ist auch klar. Ich als Haushälterin mache mir Sorgen, was nicht drin steht. Also was insofern auch drin steckt, diese tollen pauschalen Minderausgaben. Nochmal zur Verdeutlichung, dass es eben passieren kann, wenn wir jetzt auch noch mehr Geld schaffen, in besondere, gute Titel reinzubekommen, die uns wichtig sind, uns allen hier, kann es trotzdem sein, dass dann nächstes Jahr gesagt wird, die Senatsverwaltung sagt, um die pauschalen Minderausgaben auflösen zu können, halbieren wir diesen Titel an der Stelle nochmal. Und alles das, was wir jetzt machen, kann quasi mit dem Hintern wieder eingerissen werden in den nächsten zwei Jahren, weil wir als Parlament ermächtigen, die Senatsverwaltung und die Bezirke das Geld auszugeben, aber sie müssen es nicht, plus sogar durch die pauschalen Minderausgaben müssen sie sogar auf jeden Fall noch sagen, wo sparen sie ein. Der Haushalt ist nicht gedeckt, so erzählen wir Haushälter das. Ne? Also der hat eine Unterdeckung und das gehört sich nicht. Sowas gehört sich jetzt schon in den Haushaltsberatungen aufgelöst. Ne? Dass man nicht nur mit so einer PMA eine Effizienz hebt, die es überall auch immer gibt. Es bleibt immer auch mal Geld liegen, so ist es nicht. Aber hier ist es klassisch so, dass der nicht
die Checks sozusagen nicht gedeckt sind und wir die nächsten zwei Jahre noch ein paar Unannehmlichkeiten, freundlich ausgedrückt, erfahren werden. Zur Schuldenbremse. In Sachen Schuldenbremse wird sich die nächsten Jahre, ist meine Einschätzung, was bewegen. Die EU geht ja die Schuldenbremse, die europäische Schuldenbremse schon an. Im Moment ist Christian Lindner, wir alle kennen ihn ja noch, man sagt so ein bisschen der letzte, größte Fan der Schuldenbremse. Also die Gegner oder die Schuldenbremse vor allem auch verändern wollen, die werden immer mehr. Es wird dazu auch eine Fachkonferenz Ende des Jahres geben von unserer Präsidentin des Rechnungshofes. Also auch in Berlin, auch auf unserer Landesebene kommt diese Diskussion an. Und da können wir, was das betrifft, ein bisschen hoffen, dass die nächsten Jahre sie zumindest aufgeweicht wird. Was mir aktuell noch mehr Sorgen macht, sind die auch immensen Kürzungen im Bundeshaushalt. Ne? Also da hat man jetzt ja auch viele Zahlen schon gehört und die Zahlen sind dann nicht so, na, wir sparen da mal 1% oder 2%, sondern nö, 15% Wohngeld gehen die nochmal richtig rein. Das heißt, die müssen wieder das Gesetz, was sie gerade geändert haben, damit noch mehr partizipieren können und das müssen sie wieder ändern und wieder streichen. Und das ist nur ein Punkt von ganz vielen. Und das trifft uns ja dann auch wiederum in Berlin ganz hart. Also ist ja nicht so, dass es Bundesbürger und Berlinbürger gibt, sind ja immer noch beides die gleichen. Und das wird auch sozusagen in Berlin nochmal richtig, richtig schwierig werden, wenn die Kürzungen aus dem Bundeshaushalt hier ankommen. Kämpfen ist immer wichtig. Ich mache mir auch immer gern Sorgen, da bin ich aber auch nicht die Alleinige, dass es eben auch Menschen gibt, die Hilfe brauchen, die aber nicht laut sein können, die keine große Lobby haben, sagt man dann immer so schön. Und da wünsche ich mir, dass wir uns alle unterhaken und also auch ein bisschen die Menschen mit im Blick haben, die vielleicht es nicht so gewohnt sind, laut zu sein und zu demonstrieren und keine große Lobby haben, dass wir solidarisch miteinander da umgehen und ansonsten E-Mails schreiben, anrufen. Abgeordnete sind Menschen, ne? Und vielleicht nicht nur Maja Lasic zum Beispiel anrufen, man kann auch den direkt gewählten Abgeordneten von wo man wohnt oder wo man arbeitet anrufen, dass man quasi auch über die Flankierung Stress macht, dass dann sozusagen ein anderer Abgeordneter dann zu Maja geht und sagt, was ist denn da? Und man kann die Menschen anrufen, man muss nicht immer nur eine E-Mail schreiben, man kann auch versuchen, zu denen in die Sprechzeiten zu kommen oder so und denen das klar machen, was hier eigentlich gerade passiert, was es bedeutet, von 100 auf 50.000 runterzugehen oder auf null gesetzt zu werden, was eigentlich wegbricht. Man muss es den Menschen, also uns Abgeordneten letztendlich auch erklären, wir können auch nicht alles kennen, das meine ich jetzt auch gar nicht so böse und dann kriegt man da hoffentlich noch was hin. Danke euch beiden genau für die vielen Infos, für die Abschlussstatements. Wir hören jetzt noch ganz kurz zum Punkt Aufrufe kommen. Kerstin, magst du dir noch mal ein Mikro schnappen? Es wurde ja ganz konkret gesagt hier vorne. Wo müssen Leute morgen hinkommen? Wer demonstriert? Uhrzeit? Also ganz konkret, ich mache damit zwei Ankündigungen weiter. Genau, das kann ich kurz machen. Morgen vor dem Abgeordnetenhaus wird auf jeden Fall der Bereich der kulturellen Jugendbildung und der kulturellen Bildung präsent sein und mit großer Unterstützung auch von vielen Initiativen von 12 bis 14 Uhr werden wir vor Ort sein und es wird auf jeden Fall laut und wir werden danach auch mit in die Ausschusssitzung kommen, zumindest Teile. Wunderbar, deswegen, wenn ihr Zeit habt, kommt da morgen hin. Genau, vor dem Abgeordnetenhaus, das nochmal alle gehört haben. Dann ist es so, Kerstin, bleibt vielleicht nochmal, nächsten Mittwoch wird ja der Kinder- und Jugendplan verhandelt. Da gibt es auch eine Aktion von der Kreuzberger Musikalischen Aktion, wie mir gesagt wurde. Auch dort gibt es wieder eine Aktion. Dann ist nächste Woche auch noch eine bundesweite Kundgebung angekündigt zu dem Bereich. Aber da habe ich gerade die Daten nicht da. Und dann möchte ich noch auf den... Danke, Claudia. 20. September, weißt du, wo die ist? Okay, danke für die Intervention.
aber das findet ihr dann online. So, das heißt, wir hatten einmal 14, zweimal 20. und dann möchte ich auch noch auf den 23.09. hinweisen. Da findet nämlich nächste Woche Samstag der bundesweite Bildungsprotesttag statt. Das ist wirklich eine bundesweite Aktion, wo in allen 16 Bundesländern, über 30 Städten, SchülerInnen, Eltern, Beschäftigte, Kita, Schule, aber auch einfach weitere Leute im Bildungsbereich auf die Straße gehen. Und da richten sich die Forderungen an die Bundes- und die Landesebene. Ich hänge da selber mit drin, der Orga. Deswegen erlaubt mir, wenn ich da noch kurz einen halben Satz zu sage. Ich glaube, es ist total super, dass wir gerade so viele Proteste haben. Und ich glaube, das kann sich auch wirklich kulminieren. Das heißt, die Forderungen, die auf der Landesebene gestellt werden, die Leute, die die Kampagne bundesweit vorbereiten, werden morgen auch vorm Abgeordnetenhaus sein. Kommt ihr auch am 23. zur Kundgebung und lasst uns den Druck dort gemeinsam erhöhen. Dort vorne liegen sowohl von Kerstin und der Initiative Kulturelle Bildung stärken Briefe aus. Da liegen Flyer für den bundesweiten Bildungsprotesttag am 23.09. und auch Flyer der Linksfraktion. Ich würde sagen, auf den Tischen liegen noch so QR-Codes. Katja, magst du mal einen kurz hochhalten? Warum liegt es da? Weil es ist super, dass ihr heute da gewesen seid, dass ihr da seid. Wie kriegt ihr mit von der nächsten Veranstaltung? Es gibt einen Bildungsnewsletter, der genau über Franziska läuft. Wenn ihr auf diesen Bildungsnewsletter wollt, der kommt ungefähr einmal im Monat raus. Scannt das Ding ein, tragt euch ein und ihr werdet die nächsten Veranstaltungen, Aufrufe da auf jeden Fall drüber mitbekommen. Und wenn ihr noch Zeit habt, bleibt noch da, tauscht euch aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.